Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Okkult Family Challenge. In dieser Challenge geht es um die Okkulte, die Sims zu bieten hat. Also, wir haben Vampir, wir haben Magier, wir haben Geisterjäger, wir haben, ja, weiß ich nicht, Meerjungfrau. Wir haben die ganz vielen verschiedenen Okkulten, die es so gibt. Und ja, es ist wichtig, dass wir die mal kennenlernen, denn ich habe alle Packs bei Sims 4. Allerdings spiele ich ganz selten mit okkulten Sim. Das passt immer einfach nicht so in meine Welt rein. Und deswegen haben wir diese Challenge hier geschrieben, damit wir endlich mal diese Okkulte, ja, kennenlernen und auch mal die verschiedenen Vor- und Nachteile kennenlernen. Und da ich das ja nicht alleine machen will, mache ich das in diesem Let's Play. So. Und es ist so, Andreas, Hallöchen. Und es ist so, dass ich jetzt gerade wieder live auf Twitch bin. Das heißt, ich rede auch ganz viel mit dem Chat, aber das kennt ihr ja bereits, wenn ihr die anderen Streams auch schon gesehen habt. Und es ist so, dass jetzt der ein neues Pack rauskommt, und zwar das Werwolf-Pack. Oh, siehst du, Andi, jetzt sehe ich gerade, dass hier auch noch die Icons fehlen in meiner Just-Chatting-Szene. Für was, was ist? Super. Super, da muss ich es auch noch ändern. Gerade zusammengezuckt bei Andreas. Alles okay, ich habe nichts. Nein, alles gut. Du hast nichts falsch gemacht. Also, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass jetzt ein neues Pack rauskommt, und zwar das Werwolf-Pack. Das wird jetzt nächste Woche released, am 16. Da freuen wir uns schon alle sehr darauf. Ist mir auch gerade aufgefallen, Mist, ey. Das wird nächste Woche released am 16., das ist der Donnerstag. Das heißt, einen Tag nach unserer Okkult Family Challenge. Wir werden die Werwölfe jetzt mit einbauen, und zwar wird Werwolf die nächste Generation sein. Wir haben ja immer davon gesprochen, dass Elijah eines Tages eine Meerjungfrau treffen wird und die wird er dann, ne, heiraten etc. Da wussten wir aber noch nicht, dass es bald ein Werwolf-Pack gibt. Das heißt, ich möchte gerne Vampire und Werwölfe miteinander verbinden und dann Werwolf später mit Meerjungfrau verknüpfen sozusagen. Und ich war am Wochenende mit der Ace und mit dem Andi, und Dinolein war auch dabei. Also ich wollte nur sagen, dass wir zusammen gebrainstormt haben. Und ich möchte euch die Brainstorming-Geschichte erzählen, denn wir haben, ich war natürlich direkt wieder so, boah, wir brauchen eine fette Liebesgeschichte von A bis Z, und die lieben sich dann ganz doll und für immer, die werden aufeinander geprägt und. Mir sind da ganz tolle Sachen eingefallen, und beide waren dann so, schon wieder nur Liebesstory, wie wär's mal mit was Spannendem? Ja, okay, also habe ich mich überzeugen lassen. Haben wir denn gebrainstormt? Hör auf. Du warst nicht dabei, weil du krank warst. Du werdest mitgebrainstormt. Aber ihr könnt jetzt mitbrainstormen. Das heißt, ich werde euch jetzt erzählen, wie die Geschichte weitergehen kann, was wir uns überlegt haben. Aber das heißt natürlich wiederum nicht, dass sie in Stein gemeißelt ist. Das ist wie immer unsere Idee, wie es weitergehen kann. Und ich würde gerne auf diese Idee zusteuern. Aber es ist nichts, was absolut feststeht, okay? Okay? Okay. Und Nicoli, Hallöchen. Und immer sieht das Stars, Hallöchen. Und Köln-Girl, Hallöchen. So, also. Die Idee war folgende. Es gibt mit dem Werwolf-Pack eine neue Welt. Diese Welt sieht so ein bisschen aus wie die Vampirwelt, nur natürlich nicht ganz so dunkel, aber es ist halt in einem Wald und so. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch viel lichtgeschützt ist, dass man da vielleicht auch gut hinreisen kann als Vampir, ohne dass man von der Sonne zerstört wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass Elijah vielleicht da ab und zu mal spazieren geht und da einfach mal ein bisschen rumtrödelt, weil er auch schon mal von Wölfen gehört hat, aber keine Angst vor Wölfen hat, weil er ja ein starker, mächtiger Vampir ist. Und er geht dann da ab und zu mal spazieren, um sich einfach ein bisschen von zu Hause wegzuschleichen, weil es ist auch blöd, immer in derselben Stadt zu sein, ihr kennt es vielleicht. Und er wird dann in einer Lagerhalle ein kleines Kind weinen hören. Und Elijah wird dann hingehen und sagen, was ist denn hier los, wo kommt dieses Weinen her, wer bist du? Und wird sich eben umschauen und dieses kleine Kind finden, im Alter eines Toddlers, also ein Kleinkind. Und wird dann mit dem Kind sprechen, sehen, dass dieses Kind komplett ranzige Klamotten hat. Es sieht total dreckig aus. Es sieht einfach total verwahrlost aus. Und auch sehr traurig. Es ist viel am Weinen, dieses Kind. Und Elijah denkt sich dann so, hey, boah, irgendwie komisch. Was mache ich jetzt mit dem Kind? Ich kann ja nicht einfach wieder gehen. Und weil Elijah ist ja von seinem Charakter her ein sehr gutmütiger Sim und er hat ein sehr, sehr großes Herz. Und er wird halt verstehen, dass er das Kind jetzt nicht einfach, Fabi, Hallöchen, dass er das Kind jetzt nicht einfach da zurücklassen kann. Das wird er wissen. Er weiß ja, okay, ein Kind alleine im Wald, das wird nicht überleben, vermutlich. Deswegen wird er sich das Kind,
des Kindes annehmen und wird das Kind mitnehmen. Er hat sich natürlich vorher umgeschaut, ob da irgendjemand zu sehen ist, aber es ist wirklich niemand da und es macht auch den Eindruck, dass das Kind schon eine ganze Weile ganz alleine dort ist. Und er nimmt dieses Kind dann mit zu sich und sieht es groß. Das Kind fragt immer wieder nach seiner Mama, weil irgendwie hat das Kind ja doch eine Mama und das Kind weiß aber nicht, was mit der Mama ist und wir wissen es auch nicht, wir konnten es nicht rausfinden und dann ist das Kind, wie gesagt, in der Welt, wo wir sind, so. Elijah ist ja aber, wie gesagt, ein Sim, der ein sehr großes Herz hat und er fühlt halt, dass dieses Kind eine Mama braucht. Er weiß, es ist eigentlich wichtig und er hat auch so ein bisschen das Gefühl vielleicht schon, dass das Kind ein Wolf sein könnte, weil das Kind manchmal einfach plötzlich jault und also dieses Au macht und er weiß nicht so genau, ist das jetzt, weil das Kind ein Wolf ist oder ist es, weil das Kind vielleicht in der Nähe von Wölfen aufgewachsen ist oder geboren wurde. Egal wie, er sagt halt, hey, es fällt mir schwer von dieser Stadt aus deine Familie zu finden, lass uns gemeinsam in die neue Welt ziehen. Dann ziehen die beiden nämlich gemeinsam in die neue Welt und wir lernen die neue Welt kennen, was auch sehr, sehr schön ist. Das findet ja dann erst im dritten Stream statt, also dem drittnächsten Stream. Somit haben wir diese Welt hier auch, glaube ich, genug erforscht und genug gesehen, sodass wir in die nächste Welt können. Und dann wohnen wir dort eben mit diesem kleinen Kind. Kann ein Junge sein, kann ein Mädchen sein, ist eigentlich egal. Und wie genau das von den Altersstufen ist, ob die beiden dann schon, wenn das Kind noch ein Toddler ist, anfangen, nach der Mama zu suchen oder ob das Kind dann schon ein Kind ist und die suchen dann nach der Mama. Das machen wir dann einfach zusammen, das entscheiden wir dann, wenn es soweit ist. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, Elijah dürstet es ja immer nach Blut und er merkt auch, dass dieses Kind ja irgendwo auch ein Mensch ist und ihm fällt es halt schwer, sich zu zügeln, weil er immer wieder das Kind riecht und das Gefühl hat, da pocht Blut unter der Haut und er findet es halt ganz schwierig, als Vampir dem zu widerstehen, aber weiß natürlich, er darf niemals diesem Kind etwas antun, weil das widerstrebt ja allem, was er ist und was er sein will und deswegen wird er sich selbst auch das Heilmittel nehmen. Und dann ist halt die Frage, wie machen wir das vom zeitlichen Ablauf? Wird er das Heilmittel nehmen und dann mit dem Kind in die neue Welt ziehen oder wird er das erst nehmen, wenn er schon dort wohnt? Das machen wir dann auch zusammen, diese Entscheidung. Und auf jeden Fall ziehen sie dann dahin und suchen die Mutter. Die Mutter werde ich vorher auch schon erstellen und irgendwo dort platzieren oder halt erst erstellen, wenn es soweit ist und dann halt die Mutterlinie hinmachen. Da müssen wir wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen was basteln, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Dann war halt die Überlegung, weil ihr wisst ja, wie ich bin und ich liebe ja Liebesstories und da war halt einfach die Überlegung, ob wir vielleicht dann eine Liebesgeschichte machen, dass Elijah dann die leibliche Mutter des Kindes findet und sie vielleicht auch eben von diesem Werwolf-Fluch belegt ist. Und man könnte ja zum Beispiel sagen, dass sie sich eben nicht wieder zurückverwandeln kann und er aber merkt, das muss die Mutter sein, weil sie sich immer wieder annähert, läuft immer wieder im Garten vorbei, guckt durch die Fenster und so. Und wenn es ein Heilmittel gegen Werwolf-Dasein gibt, dann werden wir das eben herstellen und ihr geben, sozusagen, damit sie wieder zum Mensch wird. Das war halt die Idee, das können wir bestimmt, wenn es das nicht gibt, ein Heilmittel gegen dieses Werwolf-Sein, dann können wir das bestimmt irgendwie machen, dass es so ist, dann können wir das spielen, dass es so ist, dass sie sich halt immer nur in Werwolf-Form zeigt und wir sie dann zurückverwandeln und dass sie sich dann vielleicht ineinander verlieben, das wäre doch schön. Genau, und sie ist halt weggegangen, weil sie gemerkt hat, dass sie ihren Sohn nicht großziehen kann und sie hatte halt Angst, weil immer wenn sie sich verwandelt hat, ist sie halt gefährlich geworden und wollte dann halt weg von ihrem Sohn damit oder von ihrer Tochter, damit sie das Kind halt nicht verletzt. La Musica, hallöchen! Und Fabi, hallöchen! Genau, also die Idee war halt jetzt, dass wir eine Geschichte draus machen, ohne da jetzt so eine krasse Geschichte draus zu machen, wisst ihr? Ja, Musiker, ich habe es gestern gelesen, dass du es geschafft hast. Ich habe mich so gefreut für dich. Ey, herzlichen Glückwunsch auch hier nochmal. Voll schön. Ja, also ich habe auch überlegt, ob wir sie Hayley nennen, dann die Mutter. Aber ich glaube, wir sollten wirklich ein bisschen weg von diesem ganzen Vampire Diaries und so. Ich habe so krass Vampire Diaries gemacht. Ich habe es so krass gemacht, dass wir vielleicht da jetzt wieder ein Stück weg müssen von. Ein Stück zumindest. Dankeschön für deine 100 Korgi-Witz, Nicole. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Hört sich super spannend an, oder? Die Generation ist im Doc eingefügt. Oh, perfekt, 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 perfekt. Genau, wir müssen dann halt zusammen irgendwie schauen, wie die Regeln definieren, wie wir das machen und sowas. Ja, Violet wäre echt ein schöner Name. Ja, aber das brauchen wir jetzt noch gar nicht. Wir müssen dann erstmal gucken, wie wir... ne?
American Werewolf. Oh, das ist ja richtig deep. American Werewolf. Oh, wow, das ist doch richtig deep, Andy. Du wieder, ey. Ja, das wird richtig gut. Plottwist, dann schnappt sie sich das Kind und haut ab und Elijah bleibt zurück. Wow. Nee, Mini, wir wollen die Liebesgeschichte, sag mal. Oh, eine Hope wird aufgenommen. Genau, das war die Frage, ey. Aber wir dürfen nicht, ey. So viele Namen, weil dann fühle ich mich immer so krass in dieser Geschichte. Nadine! Dankeschön für 500 Bits. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Dankeschön. Sag mal, Nadine, wo kommt denn das jetzt her? Entschuldigung. Vielen, vielen, vielen Dank, Nadine, für 500 Bits. Dankeschön. Sag mal, du wieder. Und Pia, hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ich hab's nochmal mit den Socials in den Mod-Channel gepostet. Was meinst? Wait. Wo meinst du? Ach so. Oh, ja, jetzt raff ich's erst. Dankeschön, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, da werde ich's dann wahrscheinlich sehen. Ja, das passt, Andi, das machen wir. Ja, wir müssen mal gucken, Sascha. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt jetzt mit den Namen noch so weitergehen. Vielleicht ist es wichtig, dass wir dann da mal einen Change reinkriegen. Rika, eine schöne Mittagspause wünsche ich dir. Genau, also das ist der Plan, meine Lieben. Ich hoffe, er gefällt euch. Wir gucken mal, ob wir heute schon ein bisschen darauf hinarbeiten können in die Richtung. Und wir starten jetzt auch direkt ins Game. Oh, Mira, ganz viel Spaß. Und Jackie, hallöchen. Wie geht's gut, wie geht's dir? Ich sehe da nur einen Haken an der Geschichte, weil Wölfe sind Rudeltiere. Ja, das ist true. Aber es gibt immer mal wieder auch den Fall, dass ein Wolf vom Rudel verstoßen wird. Und dann muss es sich einen neuen Rudel suchen, ein neues Rudelchen. Und wir können ja so tun, als hätte sie das Baby praktisch geboren. Wir können auch, also was wir auch machen können, wir können auch das Baby in einer Schale dorthin legen. Das können wir auch machen, dass es halt noch ein Baby ist. Und sie hat sich halt vom Rudel, sie hat sich halt falsch verhalten, die Mama, und wurde vom Rudel verstoßen und wurde als Fluch daraufhin in einen Werwolf gebannt. Also sie konnte sich die menschliche Form nicht mehr aneignen. Hat dann dieses Baby geboren und ist abgehauen, weil sie Angst hatte. Ja. Na? Also. Ja. Irgendwie so halt, ne? Wäre doch ganz spannend. Warte mal. Was auch cool wäre, wenn die Mutter nur gebissen wurde vom Vater des Kindes und sich aus Sicherheit des Kindes weggebracht hat. Ja, zum Beispiel. Können wir auch machen. Also so in die Richtung würde ich halt gehen. Oh, wie nervig, Mini. Oh Gott, wie nervig. Zum Glück musst du nicht von zu Hause arbeiten. Das wäre jetzt richtig ätzend. Ja. Und Sally, hallöchen. Das klingt besser und logischer, ja. Mhm. Emily, hallöchen. Na, oder? Okay, also da ist auf jeden Fall schon mal unser Elijah-Boy. Der ist krass müde. Wir müssen jetzt unbedingt mal gucken, ob wir vielleicht schlafen gehen können oder sonst irgendwas. Wir gehen jetzt mal ins Bett, beziehungsweise, nee, wir legen uns lieber mal in den Sarg. Und wir gucken jetzt auch mal, weil ich glaube, dass Elijah nämlich bald auch zum Großmeister wird. Müssen wir gar nicht mehr so viel machen. Finja, hallöchen. Wir haben gerade über die nächste Generation gesprochen, die bald startet. Es wird dann die Werwolf-Generation. Wer ist da bitte gerade die Treppe hochgekommen? Ach, unsere Mom. Okay. Ob Mom auch mal schlafen will? Harry ruft an. Ja. Wait, Gita? Ach so, unsere heißt Greta. Mhm. Gut, dann geh du doch auch mal schlafen.
Das Sarg sieht ja klasse aus, ja, oder? Den hat er noch aus seiner Kindheit. Den haben, ja, das hat seine Mama ihm geschenkt. Und Lia, Hallöchen! Hat seine Mama ihm geschenkt, den Sarg, ja, ja. Aje, Mini. Es ist 14 Uhr mittags. Wait, wieso schlafen jetzt alle? Das war ja aber nicht so schlau jetzt. Er kann ja auch meditieren, um seine Energie aufzufüllen. Steh mal auf, Boy. Vampirband 3. Vielleicht kann er das nochmal lesen, um noch ein bisschen... Und Kathi, Hallöchen. Schönen Feierabend wünsche ich dir. Wie schön. Und Eva, Hallöchen. Zusammenfassung von letzter Woche. Wir haben letzte Woche gar nicht gespielt und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so viel, was wir vorletzte Woche gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Yennefeld. Wir haben nämlich letzte Woche ganz spontan richtig Bock zu bauen gehabt. Jetzt ist er wieder buggy, ne? So, Elijah. Was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist das Haus ein bisschen ausbauen von ihm. Dunkle Meditation. Alex, hallöchen, mein Sternchen. Wie geht es dir? Erzähl einmal. Schön, dass du reinschaust. Good day. Ja, voll. Voll. Definitiv. Na, guck mal, wie schnell das hochgeht. War eine gute Idee, zu meditieren. Ach so, genau. Mit Vladislaus plaudern. Wir wollten uns von Vlad ein paar Tricks zeigen lassen. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal hin, weil Vladislaus ist ja ein bisschen schwierig, ne? Der war ja nicht so motiviert gewesen, mit uns zu quaken. Deswegen probieren wir es jetzt einfach nochmal. Vladislaus, bist du da? Ganz okay. Mir geht's gut. Alex, dankeschön. Dankeschön. Ganz okay ist nur ganz okay, ne? Hast du heute frei, Alex? Wollen wir schnell reingehen? Ich verbrenne hier draußen ein bisschen. Wollen wir schnell reingehen? Es ist ein bisschen hot da draußen. Schnell reingehen. Das ist Custom Content, Finja, und ist in der Custom Content Liste mit verlinkt. Da kannst du gerne mal reinschauen. Vlad, wo bist denn hin? Fladi! Ah, da ist er ja. Oh, wir müssen auch mal wieder Orgel spielen, ne? Vielleicht können wir ein Konzert spielen. Wir fragen ihn jetzt erstmal nach seiner... Ob wir mal gegen ihn kämpfen wollen? Ich traue mich eigentlich nicht, ne? Fladi, kannst du uns mal ein bisschen was beibringen? Ich frage ja nur. Hab Mittwoch jetzt immer... Oh, schön! Das ist ja großartig, Alex! Supi! Alles richtig gemacht. Sehr, sehr schön. Kleine Katze. Oh, er lehrt uns was. Oh, schön, Eva. Wo geht's hin? Oh, Haven gratuliert uns zum Geburtstag. Das geht nicht. Wir müssen Haven freilassen. Das finde ich mal ganz gruselig. Ja, das glaube ich dir, Mini. Das glaube ich dir. Das ist genau wie mit, Wie heißt der Farmer Boy? Ja, vergessen. Schon schön, oder? Raoul, dankeschön, ja. Genau, ich habe Raoul gemeint. Vielleicht spielen wir lieber Piano, ha? Huh? Oh, Elijah mag Orgel! Elijah scheint sich gut zu amüsieren. Soll er die Präferenz Mark Orgel erhalten? Ja. Ja, genau, Raoul. Oh, besser. Das kann er definitiv besser. Die Katze ist auch süß, ne? Und Vlad gefällt's. Oh, guck mal, er hat ein großes Herz. Ich muss die Katze. Oh,
Ob wir ihn befehligen können zu trainieren, wäre schon lustig, oder? Tu es mal, Elijah. Vielleicht klappt's ja. Weil er die Katze liebt. Er ist so süß. Er ist richtig in love with the cat. Faust du jetzt dieses Ding an? Ja, natürlich. Gut, Elijah-Lein, du hast Hunger. Und du hast dich noch nicht unter Kontrolle, deswegen gehst du jetzt jemanden aussaugen. Komm, wir gehen mal gucken, wo hier Frischfleisch rumsteht. Ganz gut, Linda, danke schön. Ich hoffe, dir auch. Oh, good day. Wait. Morgen? Was machst du denn hier? Was macht Morgan denn hier? Also. Oh, ich finde es tatsächlich ganz cool, Eva. Ich finde es ganz cool. Das Vampir-Pack. Wo ist Morgan hin? Und Viru, hallöchen. Oh, wer bist denn du? Entschuldigung. Oh, Hannah. Hannah dürfen wir nicht. Hannah würde uns zerstören. Hannah würde uns zerstören. Aber wir können sie fragen, ob wir gegeneinander kämpfen wollen. Hannah, wie sieht's aus? Wollen wir mal ein bisschen kämpfen? Weil das ist eine Freundin von Elijah, die Hannah. Wir können ihr Vampirtraining anbieten, weil wir krasser sind. Ich habe übrigens was Neues gelernt von Vladislaus. Du warst bei Vladislaus? Was? Ja, es war voll spannend gewesen. Er hat mir so viel beigebracht. Soll ich dir mal zeigen, was er mir beigebracht hat? Ja, aber... Oh, das ist ja krass. Wie machst du das? Ja, das ist durch die Vampirkraft. Oh, wow. Kannst du mir das zeigen? Ja, wenn du da jetzt aufpasst, dann zeige ich dir das mal. Das ist ja schon cool, Mensch. Muschka. Oh. Also, wie gesagt, Hannah können wir nicht, wieso kann ich nicht gegen sie kämpfen? War das bei gemein? Nee, das war doch bei freundlich, oder? Größe der Reißzähne beleidigen. Bitten zu verwandeln. Kräfte zeigen. Ich finde es gar nicht, ne? Dieser Korb, irgendwie süß, oder? Sie ist ein bisschen wie Rotkäppchen. Naja, okay. Vielleicht können wir gerade einfach nicht kämpfen. Das glaube ich dir, Laura. Und Ina, hallöchen. Oh, schlaf schön, Hannah. Gut, jetzt hat er natürlich immer noch Hunger, ne? Oh. Oh, Greta. Good to know. Oh, nö. Elijah, du musst, glaube ich, mal kurz meditieren. Meditieren. Wieso zeigt er denn auch die ganze Zeit seine dunkle Form? Das raubt ihm doch auch Energie, oder? Ja, schade. Jetzt können wir niemand mehr aussaugen. Dann gehen wir zurück. Komm. Und Annika, hallöchen. Herzlich willkommen. So bis 16 Uhr vermutlich heute. Ach so, das wollte ich meinen Mods noch schreiben. I'm so sorry, Leute. Ich hab's vergessen. Wahrscheinlich bis 16 Uhr heute. Entschuldigung. Ihr seid aber nur so da, wie ihr da sein könnt, okay? Macht euch keinen Stress. Und Amirella, hallöchen. Ja, wir bauen das Haus jetzt auch gleich noch ein bisschen um, würde ich sagen. Ich brauche auch so ein tolles Notiz-Emote. Mann.
Oh, guck mal, da steht noch Kuchen. Lecki, packen wir in den Kühlschrank. Dann werden wir auf jeden Fall uns jetzt schlafen legen in den Sarg, damit wir Winterschlaf halten. Das klingt gut. Unsere Mom, was machst du draußen? Willst du jetzt erfrieren oder was? Entschuldigung. Ja. So. OMG, Elijah muss auch bald wieder ein paar neue Videos produzieren. Hat er ja schon ewig nicht mehr gemacht. Oh. Ja. Oh, das wäre schön. Also Bücherregal passt, glaube ich, leider gar nicht. Wobei, hier könnte ein Bücherregal reinpassen. Aber dass sie nochmal so ein Buch schreibt, fände ich schön, ja. Das lassen wir sie doch mal machen. Das Buch des Lebens schreibt sie aktuell noch. Stimmt, 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 stimmt. Also sie schreibt schon an so einem Buch. Unser Vierblau, Hallöchen. Mir geht's gut, wie geht's dir? Sie schreibt schon an so einem Buch tatsächlich. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Hier ist ein bisschen kalt, ne? Zieh dich doch warm an. Wir haben keine Heizung. I know. Oh, so what? Was? Oh, das ist ja furchtbar, Mini. Wie traurig. Oh. Wie traurig. Wir lassen Elijah jetzt mal aufstehen. Und dann werden wir ihn jetzt mal ein bisschen arbeiten lassen, weil der hat tatsächlich schon lange nichts mehr aufgenommen. Kann ja eine technische Spielerei aufnehmen. Genau, das macht er jetzt mal. Oh, Gaia hat ihr Buch fertig geschrieben. Wie großartig. Dann werden wir das jetzt mal duplizieren. Kopieren. Kopieren. Epische Saga aufzeichnen. Was ist das? Was ist das? Weiß das jemand? Schon mal jemand gesehen? Das ist mir neu. Ich kenne es nicht. Ich weiß jetzt nicht so genau, was sie gemacht hat. Wir müssen Haven jetzt beerdigen, Leute. Und Lara, hallöchen! Willkommen zurück! Das macht nichts. Achso, guck mal, wir haben ja noch davon was. Dann soll er das halt essen, ne? Die Plasmafrucht. Rabla. Gaia hat Elijah in das Buch des Lebens aufgenommen. Das ist ja süß. Wait. Kannst du das bitte nochmal machen? Wo hast du das Buch jetzt hingeschmissen? Epische Geschichte von Elijah lesen. Das ist ja süß. Okay, das Buch werden wir jetzt Elijah schenken. Wieso kann sie das denn jetzt nicht ins Inventar packen, bitte? Sie ist verbuggt. Okay, wait. Eine epische Geschichte hat Gaia Kraft gegeben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Elijah das richtige Buch schenken. So, wait. Was ist das für ein Buch? Buch des Lebens? Buch des Lebens? Stopp. Also. Übernatürlich. Übernatürlich. Dieses Buch ist eine Kopie des Originals und kann nicht veröffentlicht werden.
Wait, dann musst du das bitte jetzt nochmal machen, weil deine epische Geschichte soll doch veröffentlicht werden, ne? Dann schreib das Buch jetzt nochmal für Elijah und dann schenken wir ihm das. Ja! Und Leonie, hallöchen! Die Wohnung sieht schön aus. Dankeschön! Ich habe keine Ahnung, Rilea. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe, was du schreiben wolltest, aber ich weiß es nicht, ne? Iss mal noch eine Plasmafrucht, Boy. Und dann kannst du bitte dein Video bearbeiten gehen. Wie ist die Qualität? Schlecht. Schade. Und dann geh mal hoch und schenk ihm mal bitte das Buch. Oh ne, warte mal, es liegt wieder am Boden, ne? Ach, sie hat es noch in der Hand. Okay. So, das lege ich jetzt mal hier auf den Tisch. Und wäre gut, wenn du das mal jetzt fallen lässt, ne? So, und das schenkst du jetzt deinem Sohn, bitte. Geh mal hier hin. Sag mal ein freundliches Geschenk. Geschenk geben. Freundliches Geschenk. Sein Buch. Ich weiß es nicht, ob das eine Mod ist oder vom Autorenbestreben. Das Buch des Lebens ist dafür, um die Sims, wenn sie gestorben sind, wiederzubeleben. Ach, was? Nee. Hast du es geschrieben, landest es in deinem Inventar und du kannst es auswählen, um eine epische Saga eines Sims einzufangen. Dies muss geschehen, bevor der Sim stirbt. Sollte der Sim jetzt sterben, kannst du ihn mit dem Buch wieder herbeirufen. Gruselig. Gruselig. Willkommen zurück, Ganymede. Wie gruselig. Es kommt vom Bestreben. Crazy. Crazy. So, Elijah, hast du es jetzt hochgeladen? Perfekt. Was kannst du tun? Können wir mal unsere Freundin einladen und gucken, ob wir gegen sie kämpfen können? Wir müssen nämlich noch ein bisschen Vampirenergie machen. Hannah schläft. Ach so. Ja gut, sie ist halt auch ein Vampir, ne? Hm. Ja, langweilig. Ah, warte mal, du kannst doch über Vampire recherchieren, oder? Schön, Ganymede, das freut mich zu hören. Sehr, sehr schön. Ja! What? Elijah ist jetzt ein Meistervampir. Er ist ganz nah dran, die Spitze der Vampirhierarchie zu erreichen. Das ist großartig. Das ist großartig. Baum Irslinger, herzlich willkommen und Dankeschön für deinen Follow. Hallöchen. Baum Irslinger. Baum Irslinger. Hallöchen. Na klar. Ich sehe Julia, sonst sind die doch schlecht von der Quality. Mittelmäßig. Jetzt machen wir noch Effekte und dann wird das ein richtig krasses Buch. Nee, er ist kein Teenager mehr. Er ist jetzt junger Erwachsener, Maxi. Er hatte im letzten, ich glaube im letzten Part haben wir ihn gealtert. Genau, da war nämlich was. Jetzt aus. Gut. Dann mach noch Übergänge. Wer bist denn du? Was? Hm. Das könnte eine spannende Wendung unserer Geschichte sein, meine Lieben. Das könnte eine spannende Wendung unserer Geschichte sein. Weil Elijah könnte ja eine Partnerin haben,
mit der er halt sehr unzufrieden ist, weil sie so eine Doofe ist, die nur an sein Geld möchte, beziehungsweise nur irgendwie den Fame will, den Elijah ja hat. Und die kann ja so eine richtig Doofe sein. Und ja, Maxi, ich habe das rausgenommen, weil guck mal, tagsüber siehst du die Lichter fast nicht. Das ist einfach durch die Helligkeit kaum, also ich finde es so schade, wenn ihr dann eure Punkte einlöst und man das Gelb zum Beispiel gar nicht richtig sieht. Deswegen habe ich das die ganze Zeit nur abends an. Aber da wir jetzt zusätzlich den Bright Month haben, möchte ich halt gerne die Pride-Farben zeigen. Und deswegen lasse ich das jetzt auch so diesen Monat. Ab nächsten Monat baue ich es wieder ein. Und im Winter ist es sowieso geil, weil dann ist es immer abends schon super dunkel. Dann kann man das auch besser benutzen. Aber jetzt aktuell habe ich es aus, weil das so blöd ist, dass man es dann fast nicht sieht. Genau. Okay. So. Denn da geht es mir gerade drum, ihr Lieben, dass es vielleicht... Elijah denkt sich wahrscheinlich so, ja, hä? Wie, was? Ja, okay, klar nehme ich das Geld. Ich meine... Dann kann ich mir das und das und das kaufen. Ich glaube, Elijah will gar nicht jetzt unbedingt jemanden heiraten oder so, aber er denkt halt so, okay, mit dem Geld kann er natürlich seiner Mama auch eine größere Wohnung bieten und so. Und ich glaube schon, dass er das Geld nehmen würde. Gleichzeitig könnten wir nämlich dann halt sagen, dass er irgendjemanden heiraten muss, die dann vielleicht so eine richtig doofe ist, die wir gar nicht mögen. Und dann lernt er halt irgendwann die Wölfin kennen. Wisst ihr, was ich meine? Wäre das nicht cool? Ob du jetzt auch das Richtige anklickst? Also die Aufgabe liegt jetzt bei euch. Ich habe keine Ahnung, was ich klicken muss. Was muss ich klicken, Leute, damit es passt? Was muss ich klicken, dass wir heiraten müssen? Und Noni, Hallöchen. Ich weiß es nämlich wieder nicht. Ich weiß es wieder nicht. Kohle, Kohle, Gepär, das erste, Kohle, 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 ja. Seid ihr euch da auch absolut sicher? Seid ihr euch auch absolut sicher? Kohle, 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 okay, Anna sagt auch Kohle, das erste. Und Lina, Hallöchen, herzlich willkommen, Kohle, Kohle, ja, 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 das erste, das erste. Leute, wenn ich das jetzt andrücke und es stimmt nicht, was machen wir dann? Was machen wir dann? Unter welchen Bedingungen würdest du direkt 2.500 bekommen, ohne heiraten? Und mein Blümli, Hallöchen! Und Luciana, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Also, ich vertraue euch jetzt. Chat hat immer recht. Ich vertraue euch jetzt. Direkt eine Idee. Sie heiraten wegen dem Geld und sie will noch mehr von ihm. Der Scheidungsanwalt ist der Wolf und sie verlieben sich. Bam! Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ich werde es dir mal rausschreiben, Andi. Finde ich auch nicht schlecht. Wie gesagt, das Ende dieser Geschichte steht ja noch nicht. Ne? Wir sind da ja noch offen. Es war ja nur eine Idee, dass wir die Mama dann halt irgendwie finden. Es kann ja aber auch sein, dass es nie eine Mama gibt. Ne? Dass es gar keine Wolfsmama gibt, sozusagen. Dass sie halt gestorben ist bei der Geburt und wir halt umsonst auf die Suche gehen und er sich dann neu verliebt. Das kann ja auch sein. Ach, Sandri, ich dachte, du vertraust uns mehr. Naja, also ich sag's mal so. Ich habe in dem letzten Farm-Let's Play gefragt, eure Ideen zur Challenge, ne? Was wir machen können mit der Werde-Berühmt-Challenge, die wir danach spielen können. Und einer der Kommentare mit sehr vielen Likes war, dein Sim soll 10 Kinder von 10 unterschiedlichen Vätern kriegen. Da dachte ich mir direkt so, Entschuldigung. Und hat dann auch voll viele Likes. Und ich dachte mir so, Leute... Was ist da los bei euch? Was ist da los? Deswegen ist mein Vertrauen... ein bisschen angeknackst, gebe ich zu. Gebe ich zu, ja? Dann der nächste Kommentar war irgendwie, ja, 4 Kinder von 3 verschiedenen Männern und 4-mal verheiratet. Das soll eine Werde berühmt. Ich meine, macht schon irgendwie Sinn, es passt schon irgendwie, dass sie so ein, ich habe mich hier verliebt, jetzt habe ich mich dort verliebt, jetzt gehe ich mit dem fremd und so. Das ist schon irgendwie spannend, das will ich auch auf jeden Fall mit einbauen, aber 9 oder 10 Kinder, ich glaube, es ist, ich glaube, Hackbraten, Leute, ganz ehrlich. Also frech, finde ich, frech, ne? Da war ich schon so ein bisschen so, ja, nee, war ich dann so, ja, nee, danke für die Ideen, aber nee. Nein, das waren noch ganz andere tolle Ideen dabei. Ich bin mir ganz sicher, dass wir eine großartige Challenge zustande bringen dadurch. Aber 9 Kinder wird es nicht geben. Sie könnte auch bei der Hochzeit einen Unfall haben. Jetzt wird es kriminell. Lilly, Hallöchen, good day. Die geheimen Fantasien bei Sims ausleben, ja. Ich muss für kleine Mädels jetzt.
Also das mit den 10 Kindern ist auch die perfekte Mutter-Challenge. Ja, will ich nicht. Soll ja keine Black Widow werden. Ja, eben. So, Kohle, Kohle, gib her! Sehr schön, dass du jetzt eingewilligt hast. Musst du dich darüber informieren? Wie habe ich den gerade gelesen? Sehr schön. Da du jetzt eingewilligt hast, musst du dich darüber informieren, dass du das Geld nur bekommst, wenn du innerhalb von 7 Tagen heiratest. Das sind die Bedingungen. Viel Glück und herzlichen Glückwunsch zum nächsten Kapitel in deinem Leben. Da-da-dam! Habe ich dafür einen Sound? Okay, also ich fühle das schon sehr, ja, doch. Ich habe leider keinen Bababam-Sound. Ich habe nur das. Was willst du jetzt tun? Heiraten. Wir brauchen heiratsfähiges Material. Leute, heiratsfähiges Material brauchen wir jetzt. Wir suchen nicht die große Liebe, wir suchen heiratsfähiges Material, ja? So sieht es einmal aus. Elijah, gehst du direkt mal hier in den Computer? Und datest mal ein paar Leute. Komm, wir gehen jetzt auf Dating. Wo ist dein Handy? Wir gehen auf Dating. Simstar Dating App. Blind Date, Leute. Michelle, Hallöchen. Schöne Pause wünsche ich dir. Wie lange musst du heute wieder bis 19 Uhr? Der Sound passt. Ja, doch, war schon nicht schlecht. Wenn Elijah sein Video fertig verarbeitet hat, werden wir auf die Suche nach einer Woman gehen. Ich muss ganz dringend für kleine Mädels. Ich schaff's nicht länger. Ich lass aber laufen hier das Spiel. Dann könnt ihr zugucken. Ich geh jetzt mal pinkeln. Okay, und ihr passt schön auf, dass Elijah jetzt nicht die Falsche wählt. Wird nicht vorgegeben, wen er heiraten muss? Nee. Elijah hat per Telefon eingewilligt, die riesige Erbschaft anzunehmen. Aber jetzt hat er nur 7 Tage Zeit, die Bedingung zu erfüllen, indem er heiratet. Er muss irgendjemanden heiraten, oder? Ich bin gleich wieder da. Oh, Juli, geile Idee. Werden wir gleich besprechen. Ich flitze und fliege schnell. Juhu, ich bin zurück.
Ups, Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen. Tut mir leid. Also, Juli hatte nämlich eine Idee, die fand ich richtig süß. Er könnte auch Hannah heiraten, wo sie abgemacht haben, als Freunde zu heiraten, sich das Geld zu teilen. Das finde ich ist auch eine sehr, sehr schöne Idee. Problem ist halt nur, dass du ein romantisches Interesse haben musst. Also du musst ja in Sims, du kannst ja nicht heiraten, wenn du keine romantische Interesse hast. Und ich will eigentlich nicht, dass sie sich romantisch irgendwie, ne? Das ist halt ein bisschen schwierig. Natürlich könnten wir erst die romantische Aktion hinmachen und dann wieder wegmachen, dann würde das auch gehen. Und Habubu Bibisch, Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen, Hallöchen. Also, jetzt bin ich unschlüssig. Entweder wir machen das halt, dass wir jetzt irgendjemanden aufreißen oder wir machen es mit unserem Girl. Ja, bis 19 Uhr. Oh, verstehe. Au. Habubu, Hallöchen. Habubibisch. So rum. Das stimmt, schade. Das sehe ich eigentlich auch nur als Freunde. Schwierig, ne? Also, wie machen wir es jetzt? Wollen wir? Ich meine, wir hätten natürlich... schwierig. Irgendwas mit Greta? Ja, Greta würde bestimmt mitmachen, aber die ist so eine Doofe, ey. Wir hassen Greta. Andererseits wäre es jetzt halt auch spannend, jemand Neues zu finden, oder? Heiße Leonie. Okay, dann sage ich auch am besten Leonie zu dir, oder? Das ist, glaube ich, am einfachsten. Hallöchen, Leonie, herzlich willkommen. Das wird dann am einfachsten sein, nehme ich an. Ich würde sagen, Neu oder Greta. Okay, wollen wir es so machen, dass wir einmal gucken, ob wir jemanden finden. Wenn wir niemanden finden, nehmen wir Greta. Würde auch jemand Fremdes nehmen? Damit er auch keine richtige Verbindung hat. Wenn wir jemand Fremden nehmen, können wir doch unser Girl als Freund halten. Ja. Jemand Neues? Finde jemand Neues besser? Okay. Welches Lied meinst du denn? Meinst du etwa... Ich weiß jetzt nicht so genau. Meinst du etwa... Happy Birthday. Wo ist denn? Hä? Wo ist es denn? Wer wohnt denn noch an der Tiefe Meer? Nee. Hey, wo ist denn mein Lied? Guten Morgen, guten Morgen. Nee. Hey, wo ist denn mein Song? Michelle, lass die Kopfhörer drin. Ich sag's dir. Hä? Egal was du suchst, der macht alles klar. Klingel einmal alles sofort da. Das machen wir jetzt ein weibliches Blind Date. Bam, bam. Greta, die streiten sich dann doll und unser Boy haut ab in die neue Welt und lernt dann den Werwolf kennen. Das ist eine Story-Idee, das wäre auch nicht schlecht, ja. Ja, ja, dass er so dann überhaupt in die neue Welt kommt, ne? Okay. Wir gehen mal zu einem Blind Date. Sagt er. Schade, dass du ihn nicht findest. Ich glaube, den finde ich immer nur, weil ich bei Andi in die Nachricht gehe. Oh, wer bist denn du? Ich hoffe, sie ist halt Single, ne? Sie ist doch bestimmt Single, oder? Wo geht man mit ihr hin? Und dann findet er das Kind. Seine Frau möchte das Kind nicht und deshalb trennen sie sich. Oh! Auch gut.
Auch gut, finde ich gut. Gefällt mir, mag ich. Die Idee mag ich. Erstmal direkt nachfragen, ob sie es ist. Ja, machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt hier in die Lounge. Welcher Sound? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche und vermisse dich. Ich lieb nur dich. Ja, weil wir gerade festgestellt haben, dass Michelles Bewohnerin die ganze Zeit dieses Lied singt und wir das sehr lustig finden. Deswegen wollte ich es ihr nochmal abspielen. Naja, gar keinen. Doch, doch, Michelle, genau den. Oh, ist hier noch Sonne? Oh, sie ist aber sehr hübsch, die Angela. Oh, Angela. Oh, Angela. Oh, Angela. Oh, Angela. Es riecht nach Umstyling, definitiv. Ja, ich habe eine sehr geile Website gefunden für Posen. Die heißt Berlin. Simmer Berlin. Macht unglaublich nice von Posen. Simmer Berlin. Wir stellen uns mal ganz freundlich vor. Hey! So. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Elijah brennt! Elijah brennt! Elijah, geh schnell hier hin. Schnell! Puh. Hupsi. Ja, was wollte ich sagen? Danke, Andi, fürs Raussuchen. Super, nice. Ja. Ne? Wir fragen sie mal, ob sie Single ist. Das muss ich unbedingt auf mein Soundboard machen. Flirten? Nee, warte doch erstmal nach der Nummer fragen. So, so. Aber was, wenn sie jetzt voll die Liebe ist? Dann habe ich direkt einen emotional struggle, Leute. Gefühl der Abneigung. Dieser Sim erscheint Angela als übermäßig dramatisch. Okay, Angela ist Single. Oh, ja, natürlich. Angela Anaconda habe ich früher immer geguckt, ey. Immer. Ist eigentlich eine ganz liebe, das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Sie ist ordentlich eine Genießerin, das ist ein Problem. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen was ändern an ihr. Ach, dankeschön, Mini. Großartig. Gehen Sie bitte aus unserer Unterhaltung raus. Wir führen hier gerade ein Date. Kabla. Kabla Charbe. Yalik. Mubna. Also wir müssen da leider... Also wir müssen ihre Art und Weise ändern. Wir fragen sie mal, ob wir sie anzapfen dürfen. Geh mal bitte, Typ. Ja, bis bald. Ah, Suna Nibna. Sie lässt uns trinken? Oh mein Gott! Das ist unser Girl, Leute. Das ist unser Girl. Sie lässt uns einfach trinken. Oh, danke schön. Das ist so gut von dir. Ich hatte so einen Durst. Und weißt du, ich bin einfach anders. Ich bin einfach anders und ich muss ab und an mal was trinken, weil, ja, mir fällt es auch immer schwer, dann wieder aufzuhören. Es tut mir leid, aber danke schön, dass ich mir hier etwas zu trinken holen durfte. Ace, Hallöchen, bist du wieder zurück? Ace, wir haben gerade was Krasses getan. Und Sims Girl, Hallöchen, bis 15 Uhr. Oh, schön, dann mach's jetzt gemütlich. Mach's dir gemütlich. Also, wir, Ace, die Dinge haben sich ein bisschen gewendet. Wir gehen direkt mal in den Kasi. Oh, das ist so creepy neuerdings. Ist es bei euch auch so, Leute? Ich drück Pause. Seht ihr das? Und die bewegen sich noch. Ist es bei euch auch so neuerdings? Das ist ganz gruselig. Passt mal auf. Seht ihr das? Das ist ganz gruselig. Das ist so gruselig. Da ist die Frau vom Geld.
Ist es sie? Oh mein Gott, ja! Die ist einfach hier, um uns zu kontrollieren, ob wir es wirklich machen. Oh. Und Niki, Hallöchen. Oh, sorry, ich sehe dich jetzt erst. Oh, ich bin so abgelenkt gerade. Also für alle, die jetzt gerade reinkommen, es hat sich etwas geändert. Oh, das tut mir leid zu hören, Annika. Schön, dass du hier bist. Wir haben eine spontane Anfrage bekommen, dass wir heiraten müssen. Deswegen werden wir jetzt eine Frau heiraten, die wir nicht lieben und die uns auch nicht wirklich liebt. Wir werden ihr jetzt deswegen blöde Charaktereigenschaften geben. Mitzelbenarla. War ich schon, ja, Ganymede. Also sie ist nicht gut, ne? Leute, sage ich, wie es ist, ne? Sie ist nicht gut. Alter, wisst ihr, was wir machen? Also es tut mir jetzt natürlich leid für Angela Hübsch, weil sie ist wirklich eine Liebe, aber wir machen sie richtig crazy, okay? Wir machen sie so richtig crazy. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, weil die Cam davor ist. Wartet mal. Ja gut, jetzt ist die Kamera riesig, aber so kann ich es euch wenigstens ganz kurz zeigen. Wir machen sie wartungsintensiv. Wir machen sie zu einer richtigen Irren, okay? Das kriegst du trotzdem, Ace. Das kriegst du trotzdem, das Wolfsbaby. Es geht nur darum, dass wir, so wie Harley Quinn, ja, so ähnlich, so eine richtig durchgedrehte, so eine richtig wilde Hilde. Wir machen das so, dass sie, also das Wolfsbaby kommt trotzdem, die Geschichte bleibt die gleiche. Es ist nur jetzt die Frage, wann die beiden sich trennen. Trennen sie sich, wenn er das Baby findet und sagt, er will das bei sich aufnehmen? Und sich bei sich aufnehmen und sie will das Kind nicht, deswegen trennen sie sich. Oder trennen sie sich, weil er einfach dann jemand Neues kennenlernt? Oder? Sie wird sich nun verwandeln. Wir wollen nur das Geld, Ace. Und Sabine, Hallöchen, Kit Wiesel, Hallöchen. Und Nadja Wu, Dankeschön für deinen Follow, herzlich willkommen, Hallöchen. Die muss ich runterladen, Leute, runterladen, Download. Dann Download. Oh. So, wir brauchen jetzt noch ein paar Merkmale. Wir machen sie richtig wild, okay? Oh, wir machen sie chaotisch. Oh ja. Ja, weil Elijah ist ja mega ordentlich. Deswegen ist es super, wenn sie schmutzig ist. Weil dann gibt es immer einen Reibungspunkt zwischen den beiden. Wir dürfen sie nicht mögen, Leute. Und jetzt nochmal materialistisch. Diese Sim können Besitztümer bewundern und mit ihnen prahlen und werden traurig, wenn sie für gewisse Zeit nichts Neues gekauft haben. So, und was? Wir müssen ihr noch so ein richtig blödes Merkmal geben. Ich habe schon zwei getrunken, Miss Bissel Queen. Ich kann nicht noch mehr, ey. Dann stehe ich gleich auf dem Rechner und ne, sitze nicht mehr davor. Melanie, Hallöchen. So, jetzt brauchen wir noch ein richtig krasses Ding. Vielleicht so eine richtige Schickimicki. Möchte im Wellnesscenter groß rauskommen und Geld verdienen. Oder Vermögen stinkreich. Aber wir hatten noch nie sowas wie Selbstpflege-Spezialist in dieser Sim. Möchte mit Wellnessangeboten wie Maniküre oder Massagen am Massagetisch im Wellnesscenter groß rauskommen. Oder beliebt, weil ihr Geld, warte mal, beliebt. Herrenhaus, Baronesse.
Das ist ja schade, Babyface. Das wäre ja dramatisch. La Luna, Hallöchen. Einiges passt irgendwie, ja. Also ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen dem Wellness-Ding und dem Herrenhaus-Baronesse. Wahrscheinlich passt das am besten. Dann kaufen wir immer irgendein teures Gemälde oder sowas. Okay. So, dann können wir sie jetzt umstylen. Ja, sie will sich ja eher verwöhnen lassen und es nicht selbst machen. True. Ja, true. True, 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 true. Ja, hätte ich nämlich auch gedacht, Julia, aber das Argument passt schon, ne? Dass sie sich ja eigentlich, also... She's a redhead? Oh, well. Elijah hat's auch irgendwie mit Rothaarigen, ne? Aber irgendwie auch nicht so ganz. Aber sie sieht irgendwie viel zu brav aus mit diesen schönen roten Haaren. Wir müssen ihr so eine richtige... Sie sieht zu brav aus, Leute. Wir müssen... Skin muss... Ja, CC Skin muss weg. Gegen eine Message hätte ich jetzt auch nichts. Gegen eine Massage. Ja, Massagen sind auch sehr geil. Ich freue mich jetzt schon auf unsere Flitterwochen, weil dann haben wir Massagen gebucht. Die wird so ein richtiges Püppchen. So eine perfekte, wisst ihr? So eine richtig perfekte wird sie. Sie muss auf jeden Fall Piercings haben. Was? Meinst du? Sims Girl! Schön für deine Fünfer-Sub-Bomb. Vielen, vielen, vielen Dank. Alex, wo kommst du jetzt her? Good day. Dankeschön. Sag mal. Was macht ihr denn heute schon wieder? Dankeschön für 5 Gifted Subs. An Ramaskotsch, an Maggie, an A-Klasse, an Yadrasia und an Mrs. Barbie. Vielen, vielen Dank für 5 verschenkte Subs, Girl. Ey. Danke, danke, danke. Thank you. Und Itkur, herzlich willkommen, Lüchen. Schön, dass du reinschaust. Das ist jetzt halt wirklich die Frage. Also Piercings finde ich geil. Aber ich weiß nicht. Freue mich schon auf den ersten Stream mit dir als verheiratete Person. Dann geht die Party ab. Also harmlos natürlich. Hust, hust. Ey, das... Hä? Aber... nee, das machen wir nicht. Das wird ganz entspannt, Entschuldigung. Nee, das wird ganz entspannt. Da machen wir nichts Wildes. Entschuldigung, was ist denn das? Jetzt habe ich Angst, ey. Wir machen eine ganz entspannte Sause. Also keine. Anni, Hallöchen! Ich weiß nicht, wir müssen ihr so eine richtige... Ich krieg sie auch so ein Krönchen auf oder so. Sie sieht viel zu nett aus. Was ist mit ihr? Wieso ist sie so? Wieso siehst denn du so nett aus? Können wir dich mal bearbeiten? Sie sieht voll nett aus. Wir brauchen, eine richtig dicke, Kussmundlippen brauchen wir. Oh, der ist aber schön, der Lippi. Guck mal, wie schön. Brauchen einen großen Mund. Ja. Aber nicht so lächeln. Nee, nicht so lächeln. Sarah, Hallöchen. Sarah, wie geht es dir heute? Erzähl. Ich habe dich gestern noch gefragt, aber entweder habe ich deine Nachricht nicht mehr gesehen oder es ging irgendwie unter. Wie geht's dir? Die Augenbrauen weiter runter. Ja, sie braucht vor allen Dingen auch mal Custom-Content-Augenbrauen. Das geht ja gar nicht, was ich da sehe. Oh, wie schön. Freut mich, dass du jetzt hierher gekommen bist von YouTube. Sehr schön. Willkommen. Willkommen, willkommen. Und Dankeschön auch dir für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Wie kann ich dich denn nennen? Weil, ich denke mal, dass dein Name wahrscheinlich eine Abkürzung ist von etwas. Oh, hey, Entschuldigung. Nee, also irgendwie... Das wird Elijahs neue Frau. Elijah wird heiraten, weil er eine Nachricht bekommen hat, dass wenn er heiratet, dass er richtig Geld bekommt. Oh, Lisa, geht rum. Das geht rum, die letzten 3 Stunden. Die schaffst du noch. Da bin ich mir ganz sicher.
Also irgendwie sehe ich da eine Blondine an seiner Seite. Gekriegt. Mann, ey, gute Besserung weiterhin, Sarah, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Und Sandy, Hallöchen. Wir kommen vom Hausbau. Monatliches Bauthema vom SimCord. Oh, schön. Hört sich gut an. Was war das Thema? Mir geht's gut, danke dir. Hab dich und die ganze Community so doll lieb. Oh, SimsGirl, du Maus, ey. Oh, hört auf, so süß zu sein, Leute. Das macht mich immer ganz verlegen. Ich darf nicht immer so süß sein. Wir machen sie so richtig krass Barbie-mäßig. Und sie weiß auch, dass sie so eine Wirkung hat, ne? Also sie weiß definitiv, dass sie ziemlich crazy hübsch ist und so. Das weiß dieses Girl auch. Oh, wie schön. Grundstück in den Farben einer Pride-Flagge. Das hört sich super an. Sehr, sehr schön. Cool. Und Jessie, Hallöchen. Und Isabel, schönen Feierabend wünsche ich dir. So. Also. Dann kriegt sie richtig krasse Wimpern. Vielleicht müssen wir ihr noch größere Augen geben. Sie kriegt noch richtig krasse Schminke. Dadurch sehen die Wimpern dann auch noch mal crazier aus. Oh, sie ist schon eine sehr süße, ne? So ein ähnlicher Charakter wie Blair von Romy. Ja, so ein ähnlicher Charakter. Das ist eine gute Beschreibung für sie. Die soll so richtig... Eine richtige Bitchy werden. Ich sag's jetzt, wie es ist, Leute. Dann müssen wir nicht lang reden, ne? So eine richtige Blöde, wo wir denken alle so, nee, die lieben wir nicht. Die lieben wir nicht. Sandri, wir sollen sie nicht mögen, hast du gesagt. Ja, wir mögen sie nicht. Wir mögen sie alle nicht. Keiner mag sie. Keiner mag dich, weil du so gemein bist zu allen Menschen in deinem Umfeld. Keiner mag gemeine Menschen. Boah, Leute, ich hab da so eine TikTokerin. Die muss ich euch jetzt mal sagen. Okay. Und zwar heißt sie Mana Bayer. Ich schicke euch das mal rein. Weil die ist so cool. Die macht so tolle TikToks. Und die macht auch so richtig tiefgründige TikToks. Und hier auch ganz viel mit von wegen... Oh, wo ist denn meine Tastatur überhaupt? Ganz viel in von wegen hier Mobbing und Ausgrenzung und so. Und ich finde es so krass, weil die das so in so einem ganz kurzen TikTok zeigt, wie schlimm Worte sein können. Und ich finde das wirklich sehr schön gemacht, wie sie das macht. Und ich finde, das ist sehr... aufklärend, um einfach mal ein bisschen zu reflektieren, was auch alles dazu führen kann, dass man sich eben ausgegrenzt fühlt oder so. Das ist kein Link, also wenn ihr da draufklickt, kommt ihr nirgendwo hin, aber das ist ihr Name, so heißt sie auf TikTok. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich wollte gestern eine Story von ihr reposten, aber sie hat es leider ausgestellt, dass man sie nicht reposten kann, also die Stories. Das war sehr schade. Ja, oder SimsGirl, geht mir auch so, geht mir auch so. Wie war dein Tag? War bis jetzt ganz gut? War bis jetzt ganz gut. Mir geht's auch gut. Vielen Dank der Nachfrage. Corby? Corbinian. Ah, okay, dann nenne ich dich doch Corby. Perfekt. Dankeschön. Supi. Schreibe ich mir direkt dazu. Sorry, ich habe das vorhin überlesen. Ich habe schon gelesen, dass du geschrieben hast. Ich hab's verrafft. Ah. Kennt ihr sie? Okay. Ja, sie ist super. Super. So, sie kriegt jetzt ein richtig crazy Make-up, meine Lieben. So richtig doll. Ja, okay, so jetzt nicht, ne? Becky, hallo Girl. Na du? Alles gut bei dir? Und Manaria, Löchen. Becky, Leidchen. Becky, hast du meine Nachricht schon gesehen im Discord drin? Ich frag ja nur. Wen erstellen wir da gerade? Also, wir erstellen die Angela. Die Angela wird eine spontane Hochzeitskandidatin für Elijah werden, denn Elijah hat gerade den Anruf bekommen, dass er, wenn er heiratet, richtig viel Geld bekommt und Elijah möchte seiner Mama halt ein tolles Zuhause bieten und deswegen hat er sich gedacht, Mensch, kriege ich hin, ich heirate einfach jemanden und hat gerade ein Blind Date mit dieser Trolla hier, die wir alle nicht mögen werden, wir werden keine Beziehung zu ihr aufbauen, wir werden sie nicht
lieben oder mögen. Ja. Aber ist schon wichtig auch, wisst ihr? Ist schon wichtig. Also, das ist eine, die werden wir nicht lieben. Weil die werden nicht lange zusammenbleiben. Die werden nur des Geldes wegen heiraten. Und sie ist so eine richtig böse eigentlich, wisst ihr? Ja, also Muckelbisschen, das ist schön. Hab's gesehen. Okay, sehr gut. Hab schon busy geguckt. Okay. Und ho, Mayun, Hallöchen, herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow, vielen, vielen Dank. Was machen wir jetzt? Mehr Make-up, ne? Welche Biene hat sie denn in die Lippe gestochen, tja? Sie hat einen vollen Kussmund, ist doch schön. Ist doch hübsch. Sollen wir andere Wimpern nehmen? Was ist denn das? Wieso kann man denn den Mund nicht so im Detail bearbeiten? Was ist denn das für ein Grinsen jetzt in deinem Gesicht, Girl? Du sollst nicht lachen. Strahl mal weniger Freude aus, bitte. Ja, kriege ich nicht hin. Ich musste gerade an deine Friseurin denken. Hä? Ja. Ich musste vorhin auch schon an sie denken. So, Leute. Besser, hä? Huh? Okay, die Wimpern waren nicht so gut. Bin froh, wenn es dann endlich weg ist. Was ist weg? Achso. Fußrücken, wenn wir weg haben. Ja, verstehe. Jetzt habe ich es erst gelesen, sorry. Das glaube ich dir. So? Jetzt noch die Wangen ruschen. Wir ruschen mal. Elijah hat schon von ihr getrunken. Also, sie weiß es automatisch schon. Er hat sie schon ausgesaugt. Er ist direkt dran. Hat gesagt, gib mal her da jetzt. Hat er gesagt. So, Leute, Haarfarbe. Was machen wir? Haare. Können ja auch so eine freche Kurzhaarfrisur geben. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, nicht direkt zu heiraten. Also, ob es da eine Richtlinie gibt, wann man am besten heiraten sollte dann. Keine Ahnung. Oh, das sieht gut aus. Aber ihre Frisur ist schön, wollte ich gerade schreiben. Dann ist er wieder weg. Ja, das geht, also das geht bei uns hier wie zack, zack. Weil, also, ich habe da noch mehr, ne? Müssen mal ein paar durchgehen. Aber die hier finde ich eigentlich nicht schlecht. Die ist so ein bisschen... Da sieht sie auch gleich ein bisschen böse aus. Shady Night, Hallöchen. Boah, das glaube ich dir, Sims Girl. Geht mir auch immer so, ey. Ich meine, je schneller man heiratet, desto mehr Geld gibt's, ja? Nicht böse, eher arrogant. Gut, arrogant ist gut. Ich weiß es nicht, Anna. Echt so? Keine Ahnung, du. Gut. Und Katja, Hallöchen, herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Und Blackhead, Hallöchen, mach da. Schön, dass du reinschaust. Und langweilig bin ich, Hallöchen. Ist doch gut, oder, die Frisur? Ich finde die gut. Die ist so richtig... Mäh. Und jetzt kriegt sie nur Styler-Klamotten an. Können sie ja in den Plan einweihen, sodass sie schnell zustimmt und sagt ja zu der Hochzeit. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir ihr halt wirklich sagen, so, hey, wir sollten heiraten. Also ich bin eigentlich auf der Suche nach einer Ehefrau, weil ich habe da so eine Message bekommen wegen viel Geld und so. Und dass sie halt dann wirklich sagt, ja, ist sie dabei. Sieht sie genauso. Vielleicht ist das dann auch der Grund, weil ich weiß jetzt nicht, ob Elijah so wirklich viel Liebe machen will mit ihr, ne? Wenn sie so eine Doofe ist. Mhm. Ja, ne?
Ganz viel Gucci für sie. Ja, sowas ähnliches. Oh. Ja, ja, sie will auf jeden Fall was von dem Geld abhaben. Aber dadurch, dass sie ja zusammen leben, ist sie ja sowieso ein Teil davon. Ne, dadurch kriegt sie ja automatisch das Geld, so gesehen. Oh, das sieht schön aus. Vielleicht finde ich das Oberteil in der Farbe. Hm, schade. Das wäre voll schön gewesen. Ich weiß es nicht, wie viel man so generell bekommen kann und vor allem, wie viel man maximal bekommen kann. Ich habe keine Ahnung. Weiß es jemand, wie viel Geld man maximal so bekommen kann? Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ey, Katja, du kannst einfach Ausrufezeichen Challenge in den Chat schreiben, dann kommst du automatisch auf die Challenge-Regeln. Dankeschön, Maddie. Du kannst einfach auf den Okkult, auf die Okkult Family Challenge. Das ist die, die wir gerade spielen. Ich habe keine Maxis Match Creator Empfehlungen in Ganymede, weil ich hauptsächlich mit Alpha CC spiele. Das sind nur wenige, die ich drin habe und die habe ich teilweise von der Thekla, die Creator. Also eigentlich habe ich keine Maxis Match Präferenzen. Schaue ich mir später an. Das ist während dem Stream immer ein bisschen stressig, die ganze Zeit im Discord zu schauen, aber ich schaue es mir dann später auf jeden Fall an. Hm. Vielleicht sowas? Es ist gerade Winter in Sims. Hey! Huch, das ist ja cool. Ist sowas cool oder nicht so? Ah. Ah, ich weiß es nicht. Schaut mega aus, ja? Sieht es teuer aus? Ey! Girl, was machst du denn da mit deinen Haaren? Sag mal. Boah. Würde das gehen? Ja, schon, ne? Mhm. Sieht ein bisschen aus wie Reefed, finde ich. Sie sieht Reefed ein bisschen ähnlich. Wow, schön. Ja, das passt schon. Boah, das glaube ich dir, Sims Girl. Die Toolmod ist halt aber auch anders kompliziert einfach. Fühl ich. Und die von damals, Hallöchen, würde ihr schon so einen Mantel geben? Kann ich ihr ja beim Winteroutfit geben? Also beim kalten Wetteroutfit? Warte, ich schau gleich, Lena. Warte mal, was? Alltags... Nee, ganzes Outfit? Ja, meine ich ja. Ja, kann ich machen, klar. Das zweite. Oh je, welches? Meinst du das? Das sieht toll aus. Ich kann ja dann auch immer mal wieder so ein Gala-Abendessen bei uns zu Hause planen und sowas. Das sieht doch schön aus, oder?
Ah, okay, verstehe, verstehe. Sonst würde der das immer wieder ändern, meinst du? Wäre nice, wenn sich zwar was vom Geld, wenn sie zwar was vom Geld her bekommt, aber weniger, als sie zum Beispiel ausgemacht hatten. Das findet sie heraus und will sich dann irgendwie rächen und hetzt das böse Wolfgang. Die böse Wolfsgang. Oh mein Gott, ey. Den bösen Wolfgang. Sie hetzt dann den bösen Wolfgang auf ihn. Mit dem Wolfsbaby. Und dann schreitet die wahre Mutter ein vom Wolfsbaby und lernen sich dadurch kennen und lieben. Auch eine schöne Idee. Das ist auch eine schöne Idee. Oh, das ist so schwierig. Ich glaube, wir müssen da echt ein bisschen auf uns zukommen lassen. Den bösen Wolfgang, ja. Also ich habe ein bisschen Angst vom Wolfgang, gebe ich zu, ne? Habe ja schon ein bisschen Angst jetzt vom Wolfgang. Weiß nicht, ob ich mich das traue, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Der ist bestimmt böse. Ich würde sagen, die rennt den ganzen Tag in Unterwäsche durchs Haus, oder? Super. Super. Und Mimi, Hallöchen, willkommen zurück. Party-Outfit muss auch richtig pompös werden. Und Merle die Perle, Hallöchen. Herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust. Ist das in der halben Stunde passiert? Also, ja, natürlich. Es passiert immer ganz viel. Wir haben jetzt hier die Lady gefunden in einem Blind Date. Und das wird unsere neue Wife, denn wir haben mal so, wir haben jetzt gesagt, dass wir heiraten für Geld. Und das ist sehr spannend und deswegen müssen wir jetzt, oh wow. Was ist denn das für ein amazing Outfit, sag mal? What? Ja, what? Ja, nehmen wir. Oha. Hochzeitskleid? Ich weiß nicht. Sollen wir ihr schon eins geben? Können wir eigentlich, ne? Oh. Können wir eigentlich schon. Wow! Wow, look at this girl! Michelle, Hallöchen! Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir es ja gleich richtig, ne? Mein Gott. Und Sophie, Hallöchen. Lexa, Hallöchen. Ja, das war sehr kompliziert, Julia. Also, ich hatte da wirklich Probleme mit. Ich glaube, ich habe das dann so gelöst, dass ich auf die Seite von Anto bin und mir dieses Tutorial durchgelesen habe, weil da gab es dann irgendwelche Richtlinien. Du musst dann irgendwie du brauchst da eine Mod für, damit du verschiedene Farben hast oder sowas. Geh mal auf die Seite von Anto und lest dir mal durch, was da dabei steht. Weil das wird komplett erklärt. Da ist ein Tutorial dabei, wie du das machen kannst. Aber ich krieg das jetzt aus dem Stegreif nicht beantwortet. Nee, keine Ahnung mehr. Aber es gab ein cooles Tutorial, das kann ich sagen. Ich glaube, wir geben ihr größere Brüste, so gemachte Brüste, wisst ihr? Unecht. Alles unecht an der Frau. Ja. Alles unecht. Das finde ich schön. Guck mal. Cool. Ja. Wie ich einfach fast nur Kleider im Besitz habe, ne?
Ja, sieht doch super aus. Cutie Patootie. Ziehen ihr was Rotes an, dann sieht man nicht, wenn Elijah sie ausgesaugt hat. Kleiner Scherz. Nicht. So, was sagt ihr? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Wir wollten sie nicht mögen. Wir mögen sie nicht. Keiner mag sie. Wir mögen sie nicht. Ein Mantel. Ja, ich habe auch gerade gedacht. Aber das Problem beim Mantel ist halt, dann hat sie das immer an, auch im Alltagsoutfit. Und das finde ich halt voll nervig, weil sie dann immer im Mantel rumrennt. Wir können ihr ein zweites Outfit geben, wo sie vielleicht so einen Mantel anhat. Weil ich finde es ein bisschen nervig, wenn sie dann immer diesen, also so immer nach Straßenklamotten aussehen. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Wenn sie dann im Haus immer die Straßenklamotten tragen. So vielleicht? So ein Mantel? Oder den da? Den finde ich eigentlich auch ganz süß. Den da. Oh, wie schön, hast du dir eine bestellt, oder was? Michelle? Oh. Oh, schön, Andi. Ich bin sehr gespannt. Und der garstige Gesichtsausdruck ist Weltklasse, oder? Hast du einen offenen? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe nicht so viele Mäntel tatsächlich. Aber der ist doch schön. Ist doch ein schöner Mantel. Den mag ich. Der sieht gut aus an ihr. Ah, sie ist chaotisch, materialistisch und wartungsintensiv. Ah. Ich glaube, ich... Ja, wobei, das können wir ja erstmal lassen. Ja, ja, das passt so gut zu ihr. Und Celine, Hallöchen. Mmh. Bin gespannt, Ace. Die brauchen mehr Schmuck. Vielleicht noch ein paar Halsketten? Hier vielleicht? Nee, warte mal, das ist Schwimmen. Tschüss, Ganymede, viel Spaß. Ich glaube schon, dass es schon immer ging, ja. Hochzeitsoutfit. Sollen wir gleich eins machen? Oh, die sind ja hübsch. Okay, dann gucken wir jetzt auch gleich nach einem Hochzeitsoutfit. Einfach aus der Lieben voll die Blöde gemacht. Oh, das sieht gut aus, oder? Oha! Guck mal! Danielle, Hallöchen! Guck mal! Sieht richtig gut aus! Oder? Ey! Das ist so richtig... Ich bin jetzt hier und ich heirate jetzt. Das ist mega! Das war direkt ein Glücksgriff. Der Schleier fehlt. Naja, nicht jeder heiratet im Schleier. Also wir können einen hinmachen, aber ich, also, ich habe an meiner Hochzeit auch keinen Schleier an. Fällt schön ins Dekolleté. So ein Meerjungfrauenkleid finde ich eventuell noch cooler. Oh, ich bin halt gar nicht so ein Meerjungfrau, ne? Ich kann das halt gar nicht gut mit Meerjungfrauenkleider. Also ja, aber ich... Nee. Nee. Lieber nett. Die Brüste sind zu groß für die Kette. Schade. Oh, so ein Collier. Guck mal, das hier vielleicht. Was für ein Meerjungfrauenkleid? Ja, einfach so eins in so einer Meerjungfrauenform. Ich kann noch mal gucken. Aber ich finde es immer so schwierig irgendwie. Ich zeige es euch mal. Ich habe da so ein paar.
hast du aus ihr gemacht? Was meinst du? Oh! Hä, wo sind denn meine ganzen Kleider? Ach, weiter oben. Boah, wobei ich das schon ziemlich crazy finde. Das ist natürlich auch schön. Ja, ist schon auch cool. Was findet ihr besser? Die 2 oder die 3? Oh, Grasmini. Crazy. Die 2 oder die 3? Nee, mag sie gar nicht, weil ich meine Skins schon lange habe. Ich habe die irgendwann mal angesammelt. Ich kann mich da gar nicht mehr wirklich erinnern. Ich glaube, die meisten haben jetzt für 2 gestimmt. Lana, herzlich willkommen. Romantikfest, hier müsste ich mal gucken, wann das stattfindet. Und Lucy, hallöchen, herzlich willkommen auch an dich. Findet das mit dem Schlitz besser? Mhm, finde ich auch schöner. Okay, ich glaube, ich würde sagen, dass die Mehrheit jetzt die 2 nimmt. Deswegen nehmen wir jetzt die 2. Wir müssen uns halt für 1 der Kleider entscheiden. Wir nehmen das jetzt, passt schon. Das Make-up ist jetzt ein bisschen krass, aber bei Hochzeiten schminkt man sich ja generell ein bisschen doller. Wegen den Bildern und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, passt schon. Und zockt, herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Ja, alles klar. Ich hoffe, bei dir auch. Schleier. Wir können mal gucken, wie es mit Schleier aussieht. Aber ich möchte nochmal betonen, dass ein Schleier nicht zwingend notwendig für eine Hochzeit ist. Also, dass man absolut auch ohne Schleier heiraten kann. Sie hat halt hier jetzt offene Haare. Da müssten wir mal gucken, dass wir, wenn dann einen oben ansetzen. Finde ich jetzt nicht so schön. Oh, viel Spaß auf der PlayStation. Viel Spaß. Ja, ich würde es auch lieber ohne machen. Also der hier, den mag ich halt schon ganz gerne, aber der passt jetzt nicht zur Frisur. Und ich finde aber die Frisur sehr passend. Eine Krone. Mhm. Ich guck mal. Sowas fände ich süß, ne? Ich bin ja ein Fan von sowas da. Wie findet ihr denn sowas? Das passt doch irgendwie zum Stil vom Kleid, oder? Blumenkranz finde ich auch voll schön. Nice, das ist hübsch, ja? Ja? Oh! Okay, dann würde ich sie jetzt mal so speichern. Und hoffen, dass wir jetzt immer noch beim Date sind, ihr Lieben. Weil ich weiß jetzt nicht, ob wir vom Date wegteleportiert wurden. Wanni, hallöchen, schön, dass du reinschaust. Oh, und wie geht's dir jetzt? Oh nein, gute Besserung. Dass du ganz schnell wieder normal essen kannst. Okay, wir sind noch mitten im Date. Ich hol mal ganz kurz meine Kopfhörer. Ich muss die mal eben laden. Weil sonst habe ich heute nämlich keinen Moment. Die waren ja in der Steckdose. Das wusste ich ja gar nicht. Hm. Das ist kein neuer Stuhl, Isa. Das ist der, den ich immer habe.
Nichts geändert am Stuhl. So. Okay, dann machen wir wieder Play. Ich kann mir mal zu zweit irgendwo hingehen. Und dir von unserem Plan erzählen. Entschuldigung, kommst du bitte mit? Hufi, hallöchen, herzlich willkommen. Können wir bitte zusammensitzen hier? Ja, setz du dich bitte. Boah, was willst du denn jetzt hier? Soapy. Oh, das mag ich immer gar nicht, wenn man irgendwo ist, ey. Oh. Ey, wirklich, das ist so nervig. Na gut. Ja, also, es ist ja ganz nett hier oben. Hast du dir eine schöne Location rausgesucht? Jetzt hier, also, ist schon ganz nett. Also, es wäre natürlich netter gewesen. Wir wären irgendwo gut essen gegangen. Aber es ist schon okay hier. Ich meine, wir haben hier wenigstens eine gute Aussicht. Ja, das stimmt. Das ist schon sehr schön hier. Ja. Und machst du sowas häufiger, solche Blind Dates? Nee, eigentlich nicht. Also, es ist mein erstes Blind Date. Ich habe mich bisher noch nicht mit so vielen, ja, Frauen getroffen. Aha, okay, ja. Und wo lebst du? Ich wohne in Forgotten Hollow. In Forgotten Hollow? Ja, genau. Boah, da ist so dunkel und düster und gruselig. Aber das passt ja zu dir. Du scheinst mir auch ein bisschen komisch zu sein. Ich meine, du hast eben mein Blut getrunken. Was stimmt mit dir nicht? Aber naja, ich finde es ja immer aufregend, solche neuen Beziehungen einzugehen. Deswegen war ich da jetzt einfach mal offen. Ein bisschen gruselig natürlich, dass wir über mein Blut geredet haben. Aber jedem das seine. Ich meine, ich habe da auch so meine Vorlieben. Beziehungsweise, naja, ich möchte jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und, was arbeitest du so? Also, was verdienst du so im Monat? Also nicht, dass es auf das Verdienst ankommt, ob wir uns mögen oder nicht, aber es ist schon interessant zu wissen, wie viel mein Gegenüber auch, ja, verdient im Monat. Denn, naja, es wird alles immer teurer und es ist schon gut zu wissen, dass man auch, also, ich meine, mal angenommen, wir würden eine Beziehung eingehen, dann möchte ich ja nicht für dich bezahlen müssen, verstehst du, was ich meine? Also, ich möchte ja nicht dich bezahlen müssen, verstehst du? Ich möchte ja schon von meinem Mann dann auch unterhalten werden können. Naja, weißt du, was ich meine? Ja, also, ich bin Videoproduzent, also ich produziere meine eigenen Videos. Und das mache ich auch sehr gerne und das mache ich auch gut. Also ich bin relativ erfolgreich und, naja, meine Mama verdient auch noch ganz gut Geld. Die wohnt nämlich aktuell noch bei mir. Was? Deine Mutter wohnt bei dir. Was ist denn da los? Naja, meine Mutter, nachdem mein Vater gestorben ist, war sie sehr einsam und ich habe sie zu mir genommen, damit sie, naja, ein schönes Zuhause hat. Und meine Mutter ist eine sehr erfolgreiche Autorin. Oh, das ist aber spannend. Ja, das ist spannend. Ja, und naja, deswegen, sie wohnt aktuell noch bei mir. Und ich meine, sie wird immer älter und älter. Und es wird nicht mehr so lange dauern, dass sie bei mir ist. Und ich möchte halt die letzten Momente mit ihr noch genießen. Oh, das ist ja wirklich süß. Nein, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Aber das liegt auch eher daran, dass sie mich enterbt haben. Und naja, also nur, weil ich ein Star werden wollte. haben sie mich einfach enterbt. Das geht natürlich gar nicht. Aber aktuell habe ich einen sehr bescheidenen Job und ich würde gerne meinen Job wechseln, aber da fehlt mir einfach das nötige Kleingeld dazu. Deswegen, naja, ja, so und so weiter. Ja, Und er wird jetzt einfach sagen so, ah ja, ja, ich habe da letztens eine SMS bekommen, war total verrückt, aber da hat mir jemand tatsächlich angeboten, dass wenn ich innerhalb von 7 Tagen heirate, dass ich wohl eine Riesensumme Geld bekomme. Was? Geld? Oh, das hört sich spannend an. Hast du denn schon geheiratet oder hast du jemanden gefunden, den du heiraten willst? Nee, noch nicht, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie kam mir dann die Idee, ich könnte ja mal auf ein Blind Date gehen und einfach mal gucken, naja, ob ich vielleicht wirklich jemanden finde, der mich einfach von Anfang an umhaut. Und hast du so jemanden schon gefunden? Nee, jetzt eigentlich noch nicht. Ach so. Tuna Hallöchen und Samsi Hallöchen. Wunderbar, Andi, wunderbar. Genau. Also, sie reden jetzt da noch ein bisschen drüber, würde ich sagen, über dieses Arrangement, das er da entdeckt hat. Und vielleicht, ja, trinken sie eine Runde zusammen, vielleicht ein bisschen Alkohol und werden dann maybe ein bisschen beschwipst
und dann wird vielleicht das eine zum anderen führen und sie werden drüber reden, dass sie doch eigentlich auch heiraten könnten gemeinsam. Und naja, wir bestellen jetzt mal ein Getränk für die Gruppe und zwar so ein Plasma Jane. Ivy, Hallöchen. Entschuldigung, dass es da so aus mir rausplatzt, aber das sind die wichtigen Dinge. Was macht ihr jetzt? Mit Angela plaudern. Mhm. Ja, der Andi muss ja auch direkt wieder dran denken. Wunderbar. Wunderbar. Was machst denn du jetzt? Verkackst jetzt nicht. Oh nein, wartet mal. Unsere Zeit läuft ab. Oh nein, wir müssen sie schnell knutschen. Ich hab's verbockt. Was ist denn mit ihr? Wes geht jetzt. Lana, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Benna, habe ich dir Hallo gesagt? Also, ich meine ja nur so, Elijah, vielleicht war das hier nicht nur Zufall, sondern einfach Schicksal. Und vielleicht, also nur vielleicht, solltest du in Erwägung ziehen, mich einfach zu heiraten. Ich meine, du siehst gut aus, ich sehe gut aus und ich bin schon der Meinung, dass wir beide ein tolles Paar abgeben würden. Besonders das Geld. Denk an das Geld, das damit im Raum steht. Warum denn, Fanny? Sie ist Single, wir haben sie gefragt, ja. Vielleicht ist das genau das Richtige, Elijah. Ich meine, also, stopp, du bleibst. Und Lilia, Hallöchen. Vielleicht ist es wirklich wichtig, dass wir beide uns jetzt hier gefunden haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es schon sehr gefunkt hat. Findest du nicht? Es hat schon sehr gefunkt. Und ich meine, das Schicksal sollte man ja auch eigentlich nicht und so weiter, ne? Also... So. Wartet mal. Elijah sieht sehr glücklich aus. Man beachte seinen Blick. Er sieht sehr glücklich aus. Sehr glücklich. Elijah ist sehr glücklich. Jeder, der was anderes behauptet, weiß es nicht besser. Er sieht sehr glücklich aus. Sehr glücklich. Scheiße, ich mag ihren Stil. Das ist nicht okay. Wir mögen sie doch eigentlich gar nicht. Pfui, wir mögen sie nicht. Aufhören, aufhören, aufhören. Ina, auf Wiedersehen. Also. Aber sie ist jetzt auch voll bereit, ne? Geh bitte weg. Sie ist richtig bereit darauf. Ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich meine, ich will mich ja auch nicht zu einer Ehe zwingen lassen, nur weil so eine Frau mir das sagt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die große Liebe. Und warum der Liebe nicht eine kleine Chance geben? Und ich meine, es ist ja nur ein kleiner Schubs für uns beide. Deswegen können wir uns ja trotzdem noch ineinander verlieben. Ich finde dich ziemlich toll, Elijah. Und Elijah war dein Name, oder? Ja? Ja, ja, genau. Natürlich war Elijah dein Name. Und ich fände es schon toll, wenn wir beide einfach mal ein Abenteuer wagen, weißt du? Es ist so langweilig, das Leben. Und irgendwie wäre es schon schön, mal ein Abenteuer einzugehen. Miss Mystery, Hallöchen. Okay. Die Lache war einfach alles. Oh, die war lustig. Ne?
Ja, okay, vielleicht ist es das Richtige. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du es recht. Vielleicht hast du recht, dann, ja, lass es uns vielleicht einfach wagen. Vielleicht ist es die richtige Entscheidung, dass wir heiraten. Ich meine, ich kann das Geld gut gebrauchen. Ich muss mein Haus ausbauen. Ich will meiner Mom eine größere Wohnung machen. Also, wenn du bereit... Was sind denn das jetzt alles für Menschen hier? Sie lehnt jetzt nicht ab, oder? Sie lehnt jetzt aber nicht ab. Es hat sich gerade nach Ablehnung angehört, Leute. Wenn die jetzt ablehnt, dann hau ich sie. Nicht, weil wir schlagen niemanden, aber... Du Dorfe! Hast du jetzt abgelehnt? Ist es jetzt dein blöder Ernst? Okay, also, pst. Kriegen wir hin. So doch nicht. Ich möchte doch keinen Antrag bei unserem ersten Date auf einer Dachterrasse. Also, Erik, da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Also, ich glaube, ich... Also, nein. Ich heiße Elijah. Ja, natürlich, Elijah, aber das kannst du nicht machen. Also, ich möchte schon einen vernünftigen Antrag in einer romantischen Location. Am besten auch irgendwas, wo wir ein paar Bilder machen können, weil Follower und so sind mir schon wichtig. Und naja, ich möchte das jetzt hier nicht einfach so ganz dreckig. Ich will mich außerdem anziehen. Ich will mir ein tolles Kleid anziehen für diese Verlobung. Und du gibst mir gar keine Chance. Nee, das machen wir so nicht. Ich werde mir jetzt erstmal was anziehen. Und dann kannst du mich gerne morgen einladen und mir morgen um 14 Uhr einen Antrag machen. Ich werde morgen um 14 Uhr bereit sein. Und da habe ich dann noch Zeit für dich. Aber so nicht. Nein, Erik, so nicht. Elijah, so nicht. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich warte dann morgen auf deinen Anruf, nicht wahr? Du rufst mich dann morgen an und sagst mir Bescheid, wann wir uns wo treffen, ja? Ja? Ja, kann ich machen, okay. Tut mir leid, dass ich dich jetzt so überrumpelt habe. Ich wollte nicht, dass du, naja, dich jetzt irgendwie schlecht fühlst oder so. Ich wollte dich jetzt nicht überrumpeln, es tut mir wirklich leid. Und, ja, tut mir wirklich leid. Darf ich dich nochmal küssen? Naja, okay, darfst mich schon nochmal küssen, aber bitte, Entschuldigung. Ihr lieben YouTube-Zuschauer, ich hatte die Aufnahme noch kurz pausiert, weil der Andi vor 6 Minuten einen Sub verschenkt hat, beziehungsweise 5 Subs. Das heißt aber, dass nur maximal 5 Minuten jetzt weg sind. Also ihr habt jetzt nicht die Welt verpasst. Wir sind gerade einfach nur, wir haben sie noch geküsst und sind wieder zurück nach Hause gegangen. Viel mehr haben wir nicht gemacht. Und ich habe nochmal geschaut wegen den Punkten, die man bei ihm verteilen kann. Fruchtbrause vor allen Dingen. Und wir brauchen diesen Sonnenwenden-Cocktail. Einmal für ein paar Stunden hilft der. Okay. Na, dann müssen wir es trotzdem einmal machen, weil das steht in unseren Regeln drin. Aber dann hilft der leider nicht so lange, ne? Ja, Elijah ist hardcore beschämt jetzt, ey. Der arme Boy. Und dann würde ich sagen, sobald dieses Girl bei uns eingezogen ist, werden wir das Haus umbauen. Vielleicht wird sie auch so eine, die dann ständig fremd geht und so. Komm, Elijah, geh mal Frust putzen. Nelly, hallöchen, schön, dass du reinschaust. Viel Spaß mit den Emotes. Für die Hochzeit passt das Getränk. Oh, stimmt. Stimmt, haben wir denn... Oh, wir haben den Knoblauch verkauft, gell? Aber hier war irgendwo noch ein Knoblauchstrauch. Wächst der denn das ganze Jahr über? Oh, wir müssen Dad noch beerdigen, ne? Und Arnold, herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Doppelt gemoppelt hält besser, habe ich gehört, ne? Passt schon. Dankeschön für deinen Sub. Ich freue mich sehr. Dankeschön und gern. Mega cool. Wie alt ist seine Mama? Seine Mama ist schon Seniorin. Leute, wo ist denn Knoblauch? We need a little bit Knoblauch. We need a little bit Knoblauch. Wir haben hier nirgends Knoblauch. Oh Mann, ich will keinen Knoblauch anpflanzen. Das stinkt immer so. Oh, Elijah spielt gefühlvoll. Wait, wir wollen das hören, Elijah. Do it.
Dann heiraten wir einfach nachts. Passt schon. Voll cool, Nelly. Dankeschön, dass du reinschaust. Und Lenzi, hallo. Ich mag's. Doch, das ist voll schön. Hast du schön gemacht, Elijah. Mal nochmal, komm. Im Schnelldurchlauf. So, dann gehen wir schlafen und werden morgen früh dieses Girl heiraten. Die Mama muss ihm noch das Buch schenken. Ja, vielleicht machen wir es gleich, damit wir es nicht vergessen. Geh mal runter zu deiner Mom. Ach, er kommt ja da nicht rein. Freundliches Geschenk. Ja. Hey, Elijah, Schatz, ich hab da was für dich. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber weißt du, ich hab ein Buch für mein Leben geschrieben und ich dachte mir, du freust dich vielleicht, wenn ich dir auch ein Buch widme und ja. Nicht geschätztes Geschenk. Mom, ja, danke schön. Das ist nett von dir, du. Ich muss dir was erzählen. Ich hab da so ein Thema gerade. Was meinst du denn, Elijah? Ich höre dir gerne zu. Naja, es ist so, dass ich, ich hab da so einen Anruf bekommen und da hat mich jemand gefragt, ob ich heiraten will. Was? Du hast einen Heiratsantrag übers Telefon bekommen, Elijah? Nee, nicht direkt. Das ist eher so eine Frau, die mir Geld geben will, wenn ich's mache. Och, Elijah, das haben wir doch nicht nötig. Wir haben doch genug. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Ja, ich fand es schon aber irgendwie interessant. Und ich meine, ich kann mich auch wieder scheiden lassen. Aber Elijah, du solltest doch jemanden heiraten, den du wirklich liebst. Naja, also Mom, pff, Liebe, also... Ja, aber kann ich doch machen, oder? Also es ist dein Leben, du entscheidest das, aber... Wie ist sie denn? Hast du denn schon jemanden kennengelernt? Ein Sie oder ein Er? Mir ist es ja egal. Ja, ich habe da so eine Frau kennengelernt gestern. Oh, wie ist sie denn so? Sie heißt Angela. Oh, das ist aber ein wundervoller Name, Elijah. Passt gut zu dir. Ja, und ich denke, ich mache das einfach, Mom. Was soll ich denn, was habe ich denn zu verlieren? Unser Haus braucht eh mal einen großen Umbau. Aber wir haben doch eigentlich genug Geld. Ja, aber mehr Geld ist auch nicht schlecht. Ich meine, ich will ja ausgesorgt haben eines Tages. Ja, stimmt. Und ich möchte auch gerne mal Enkel haben. Enkel? Ja, oder Enkelchen? Doch, wäre schon schön. Mom, ich rede jetzt nicht über Kinder kriegen. Ich rede nur über das Heiraten. Ja, doch. Ja. Okay. Vielleicht kriegt Elijah sogar mit ihr ein Kind. So ein richtig verzogenes Kind, das so richtig nach ihr kommt. Und das Kind akzeptiert Elijah auch gar nicht und sowas. Und dann haut sie irgendwann mit dem Kind vielleicht auch ab. Könnte ich mir auch vorstellen. Oh. Naja, okay. Es ist jetzt 6 Uhr morgens. Ich würde sagen, wie? Nee. Okay. Also, es geht ja trotzdem. Ace, das Wolfsbaby ist ja nie raus. Das Wolfsbaby ist immer mit dabei in der Planung. Oh, wait. Okay, ich habe eine Idee. Lasst uns einstellen, dass Elijah aktuell gar keine Kinder bekommen kann. Und dann irgendwann kommt sie mit einem Kind nach Hause und sagt, sie ist schwanger, es ist sein Baby. Und sie kann ihm ja das über den Mod auch sagen, dass es angeblich sein Baby ist. Und es ist aber gar nicht sein Baby. Und und sie will ihm das aber unterjubeln und das ist dann vielleicht der Grund der Trennung. Oh, wie hieß du vorher, Lila? Ace, da haben wir jetzt den Spice, den du immer willst. Da haben wir ihn, den Spice. Ah, okay, Lila. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, jetzt kann ich ihn gut aussprechen. Jetzt kann ich ihn gut aussprechen. Nee, das ist in Ordnung. Ja, okay. Gut. Dann geht Elijah jetzt noch eine Mütze Schlaf nachholen. Drama! Ja, es wird die Drama-Challenge. Wir müssen sie umbenennen.
Ein Family Occult Drama Challenge. Dramatic Challenge. Hey! Es ist 8 Uhr morgens, wir können halt morgens nicht viel machen, ne? Elijah kann keine Kinder bekommen, wird aber trotzdem Vater. Ja, das war jetzt, der Einsatz war nicht so gut. Ich muss es noch üben, okay? Gut. Und Rocker, hallöchen, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, Hannah kennt scheinbar Angela. Sie hat uns nämlich gerade gesagt, dass sie es spannend findet. Wir schreiben Angela jetzt mal eine SMS. Drama 3 geht immer, wenn man böse Nachrichten bekommt. Ja, das muss ich mir merken. Wir müssen Helmen jetzt wirklich ins Jenseits entlassen. Wir können halt nicht mit Elijah irgendwo hin. Bex, herzlich willkommen. Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Wir können halt gerade nicht mit Elijah irgendwo hinreisen. Deswegen gehen wir jetzt mal mit ihr. Gibt's in Forgotten Hollow und Friedhof? Nee, ne? Super. Aber wobei, er war ja auch Magier. Eigentlich muss er in den Magierfriedhof. Oder wenn jemand in den Keller geschickt wurde. Das könnte auch gut passen, ja. Wir können Elijah ja nicht hinten im Garten vergraben. Oh, Harry hat gar keine Freundin. Anni, ich lade mir mal fix deinen Friedhof runter, ja? Ja, ich habe nach Sportbildern gesucht. Ist so. Hey. Hä, wie? Ich folg dir gar nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh Mann, weil ich im Reisenmodus bin. Will nicht mehr reisen. So, wir platzieren den mal ganz schnell. Heute kommt das neue Luna Let's Play, Leute. Seid ihr schon gehypt? Entschuldigung, ein bisschen. So. Gut. Wir gehen nach Willow Creek, würde ich sagen. Nicht nur ein bisschen. Luna! Ja, ja. Die Luna freut sich auch, wenn ihr reinschaut. Wo machen wir den hin? Den Friedhof. Wie groß ist denn der? Klein, ne? Dann machen wir den da hinten in die sumpfige Sule. Friedhof in der sumpfigen Sule, man kennt's, oder? So, um 18 Uhr soll's kommen. 18 Uhr. Heute. Jetzt ist es aber ein Wohngrundstück. Oh nee, wirklich? Hab ich nicht aufgepasst. Mache ich gleich nochmal anders. Warte kurz. Warte kurz. So, nochmal. Allgemein. So, haben wir.
Ich war nicht ungeduldig. Nee. Mm-mm. Caddy, willkommen zurück. Wie meinst du, du hast viele Fussel gesammelt? Die Fussel? Ja, habe ich auch überlegt, aber wir haben da so wenig Grundstücke, deswegen platziere ich das jetzt mal in Willow Creek, weil das das allgemeine Grundstück ist. Und da kann man ja dann immer wieder hingehen und die Generation sozusagen sehen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, weil wir müssen auch Casey und sowas noch dort beerdigen, eigentlich. Streng genommen. Boah, das dauert aber schon wieder lang, Andi. Hast du wieder Backsteine verbaut? 400 Steine? Dann dauert es immer so lang. Oh, danke, Lilly. Das freut mich voll. Ich wollte noch sagen, gute Besserung. Oder habe ich mich verschluckt? Hä, hey, aber das hat doch nichts im Game zu tun, Andi, wenn ich daneben bei Sachen mache. Nee, da hat sich nichts aufgehängt. Das geht gleich wieder. Anouk, Hallöchen. Das geht gleich wieder. Trink einen Schluck, hab ich gerade. Geht gleich wieder. Quatsch, Andi. Quark mit Soße. Quark mit Mayo. Und Melly Moon, Hallöchen. Da hat sich gerade was getan. Nee, alles gut, Lilly. Auf jeden Fall gute Besserung dir, ey. Das tut bestimmt richtig, richtig weh. Ja. Da geht's ab. Easy Street. So. Ne? Genau, Caddy, immer so. Immer so. Erst gar nichts und dann so fertig gebaut. So. Mama, kannst du mal reisen eine Runde? Oh ja, ist ja gut. Wie im Real Life auf Baustellen. Echt so. Nee, da geht bitte nur unsere Mom jetzt hin. Leisha, gehst du wieder nach Hause? Du verbrennst sonst. Oh, okay, Lilly. Das hoffe ich natürlich nicht für dich. Ich hoffe, dass es so wieder schnell weggeht. Aber sowas zieht sich ja leider manchmal. Ja, ruh dich gut aus. Ach Mensch, ey. Nicht cool, Girl. Nicht cool. Nee, Sims Girl, ich habe selbst noch sehr viel zu tun. Ich schaffe das leider nicht. Leisha, gehst du schnell nach Hause, bitte? So, wir gehen jetzt mal zum Friedhof. So, das ist jetzt schwierig. Wartet mal. Irgendwo normale Grabsteine? Nee, ne? Jetzt ist es ja immer noch ein Wohngrundstück. Was ist denn da los? Entschuldigung. Sieht man halt jetzt gar nicht so krass, weil es so zugeschneit ist. Elijah. Haven ist ja noch alleine. Mm.
macht es, Lela. Ganz viel Spaß. Man muss sich da jetzt überhaupt einen Grabstein platzieren? Ich glaube nicht, ne? Und Carla, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen, Lüchen. Wo ist denn dieser Grabstein, dieser normale? Wo finde ich den denn? Im Debug irgendwo, gell? Dass ich die Urne herholen kann, wisst ihr? Und Mad Max, hallöchen! Ich dachte, du hast einen im Inventar. Aber ich habe ja die Mod drin, dass ich das einfach pullen kann. Aber dafür brauche ich diesen Standard-Grabstein. Den gibt es auch irgendwo im Baumodus. Boah, spiel halt wieder maximal schnell einfach auch. Debug, ja. Und Hofi, dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Der ist Standard, aber Debug, ja. Warte mal kurz. Ich lade mal und dann geht es bestimmt. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. Di-di-di-di-di-di-di-di. Na, warum lädt denn dein Baumodus so lange? Ich habe keine Ahnung. Das ist für mich völlig unerklärlich. Wir bauen mit Custom Content, ja. Denn ich habe so viel davon. Nee, daran liegt es nicht. Wir bauen Nein. mit Custom Content, Nein. denn ich habe so viel nee. Davon. Malle, Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Daran liegt es nicht. Ich weigere mich, das zu glauben. Sehr schön, Malle. Mir geht's auch gut. Danke dir. Oh Mann, ey. Und Lisa, good day. War's schön? Seid ihr noch wach? Hallo? Ah, nee. Zirp, 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 zirp. Wo sind meine Zirpis? Boah, ich finde mich auf meinem eigenen A. McDonald's, Lexa, Brownies. Ich habe tatsächlich auf den Knopf für die Fahrstuhlmusik geklickt, aber ich habe die Datei verloren und deswegen geht der Sound jetzt nicht. Schade. Oh. Ja, das hat wirklich gut gepasst, Sims Girl. Clara, nee, Carla, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ja. Ja, und dann, wisst ihr, und dann nehme ich ein Video auf, ja? Und dann nehme ich ein Video auf und die Anna muss das schneiden, ja? Oder die Anna schneidet ja meine Videos. Und dann sitze ich hier und das passiert. Und ich sitze dann da und denke mir so, ja, Anna, es tut mir leid, ich kann nichts machen. Ich muss warten. Das muss die Anna dann immer rausschneiden, mein Gewarte. Ich sitze dann immer so da, manchmal kommentiere ich es, meistens sage ich einfach nichts. Und Amelie, Hallöchen. Und denke mir einfach so, ja gut, was soll ich tun, ne? Was soll man machen? Die arme Anna, ja, voll. Die muss es immer voll ertragen, mein Rumgesitze und mein Rumgewarte, weil es wieder nicht lädt, ne? Ist einfach traurig. Anna loben, das finde ich gut. Ist sie vermutlich schon gewohnt. Ja, ist sie halt wirklich. Aber ich habe rausgefunden, je länger mein Spiel lädt, desto länger dauert das hier.
Perfekt, Andi, sehr gut. Shoutout ist auch raus für die Anna. Die spielt heute auch nochmal Sims. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei ihr. Weil die ist nicht nur professionelle Cutterin, sondern die Anna spielt selbst auch Sims. Sie hat einen Twitch-Kanal und einen YouTube-Kanal. Den Twitch-Kanal haben wir gerade verlinkt. Da könnt ihr gerne mal draufklicken und mal bei ihr reinschauen. Die spielt auch sehr gerne mit Okkulten. Und sie feiert das Wolfspack jetzt auch schon total ab. Ich bin sehr gespannt, wie es bei ihr dann wird, wie sie das in ihr Let's Play damit einfügen lässt. Da hat sie schon ein paar Ideen geäußert. Schaut auf jeden Fall vorbei und lasst sehr, 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 sehr gerne ein Follow da. In der Zwischenzeit suche ich mal den Grabstein. Es geht jetzt nämlich wieder. Ich habe den Grabstein gefunden. So. Anna, du bist ja da! Du bist ja noch da. Hallo, Girl! wir haben uns vielleicht gerade... Achso, ja, wir haben es wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben uns gerade über den Baumodus geärgert, verstehst du? Das war wild. Und dann habe ich gesagt, dass das ja bei dir auch immer so ist. Dass du dann immer meine Videos bekommst, wo ich dann wieder 2 Stunden hier sitze und denke, boah, mein Baumodus. Ne? Ja. Und so weiter. So, wir haben 4 Grabsteinsisse, meine Lieben. Die Welt wird bestimmt schön, Mini. So. Wir müssen auch Aoyama und Casey platzieren. Die schlafen hier. Haven ist dann hier. Hä, wo ist denn die Schwester? Naja. Okay, so, jetzt können wir alle Geister ins Jenseits entlassen. So. Wir müssen jetzt heiraten. Es sind die wichtigen Dinge im Leben, wir heiraten jetzt. Muss aber jetzt erstmal mit dem Hundi los. Mach das, Anna. Schön, dass du noch da warst. Voll schön. Anna, die Cutting Queen. Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Anna, viel Spaß euch beiden beim Spazierengehen. Wir brauchen in den Videos, was Sandra während des Ladens im Baumodus macht, Momente. Nee, brauchen wir nicht. Anna, don't do this. Vor allen Dingen, was mache ich? Ich gucke manchmal TikTok. Und sonst sitze ich einfach nur da und warte. Ja. Heiraten. Jetzt. Sabrina, Hallöchen. Okay, dann heiraten wir jetzt. So. Es ist gutes Wetter, ne? Ist schlecht. Ah, Simscott, das habe ich doch letztens erklärt. Das ist, weil du in den Top 3 der Liste unten bist, weil du in den Top 3 der Top 10 Liste bist. Aber die Maddie, weiß nicht, ob die Maddie das jetzt noch hört, ich nehme es wieder raus. Also, ich habe mir gedacht, das wäre doch eine schöne Belohnung irgendwie oder so ein schönes Dankeschön nochmal zusätzlich an die, die halt immer so krass übertreiben mit Bits und Subs und sowas. Aber es fängt jetzt schon an, dass mir gesagt wird, dass das ja unfair ist, weil wenn dann ja jemand wieder auf Platz 4 rutscht, müsste ich es ja theoretisch wieder rausnehmen, weil ich habe halt nicht so unendlich viele Slots für VIP. Deswegen werde ich es jetzt wieder deaktivieren, dass dann nur noch die VIP haben, die halt meine Mods sind, weil das jetzt schon wieder so ein Hin und Her gibt. Deswegen werde ich das mal ändern. Ja, wieder. Anna, Andi, hört auf! Ihr Frechen!
Anna, geh spazieren jetzt. Mayo wartet schon auf dich. Los, los, Abfahrt. Gehen sie. Elijah, genau, geh nochmal eine Runde Schlafi. Oh nee, er weint stattdessen, okay. Weil wir müssen jetzt gleich heiraten. Ja, genau, Maddie, weil du hast ja letztens auch gemeint, so von wegen, ja, aber du willst nicht, dass es wieder wegkommt und so. Und das, ich will halt nicht, dass du deswegen dann versuchst, immer in den Top 3 zu bleiben und deswegen dann cheerst. Man soll ja, also ihr sollt ja Bits cheeren oder suppen oder so, wenn ihr halt mich supporten wollt und nicht, damit ihr das Abzeichen habt unbedingt. Deswegen werde ich das wieder rausnehmen, damit es da nicht zu solchen Unklarheiten kommt. Und Charlie, Hallöchen! So, okay, und Lavina, Hallöchen. Dann werden wir jetzt heiraten gehen. Es ist halt blöd, weil wir draußen, es ist halt, wir haben keinen Knoblauch. Können wir Knoblauch bestellen? Let's have a look. Können wir Knoblauch bestellen? Bestellung aufgeben. Lebensmittellieferung. Knobi? Wie, es gibt keinen Knoblauch, das ist ein Grundnahrungsmittel. Entschuldigung? Hä? Weißt du? Blaubeeren, aber kein Knoblauch. Das finde ich nicht in Ordnung. Es gibt keinen Knoblauch. Es gibt keinen Knoblauch. Finde ich jetzt nicht okay. Thank you. Knoblauchsamen kaufen. Knoblauchsamen. Okay, dann mache ich das. Wait a second. Da brauchen wir aber so ein Beet für, ne? Ja, gut, wait. Aber das muss ja dann noch erstmal wachsen. Nee, das machen wir nicht. Das muss ja dann noch erstmal wachsen. Oder ist es dann so ein Samenpaket und dann ploppt es da raus? Thank you. Aha. Okay, dankeschön. Elijah, komm mal hoch. Und ja, wieder Hallöchen. Wir haben's, war eine gute Idee. Wir werden jetzt den Trank machen. Wo ist er denn? Sonnenwenden-Cocktail. Ja, genau, Sims Girl deswegen. Das passt dann schon, denke ich. Shake it, shake it, shake it, boy. Wow. And now you can drink it. Oh, oh, naked. Hab ich noch nie zubereitet, weil meine Vampire Killer-Sims sind. 4 Stunden. Oh, das ist gar nicht mal so lang, ne? Dann soll er noch so einen zubereiten. Unsere Knoblauchsachen sind verbraucht. Okay. So, wir werden heiraten. Wir haben 4 Stunden Zeit zu heiraten, Leute. 4 Stunden. Wir gehen zum Standesamt. Das klappt nämlich immer so gut bei mir. Emmy Simsi, Hallöchen, herzlich willkommen. Wir gehen hier zum Standesamt. Wir werden hier am Strand einen Antrag machen. Angela Hübsch, kommen Sie mit. Bin gestern auf deine Romilets bei YouTube gestoßen. Bin süchtig. Suchte es seit gestern durch. Bin schon bei Part 46. Was? Oh, Tabitha, wie schön. Das freut mich voll zu hören. Dankeschön. Schön, dass es dir gefällt. Das freut mich sehr. So gut, dass deine Sims immer selber heiraten. Ja, da machen wir kein großes Fest. Nee, da wird dann geliebt und dann ist gut. Oh, Elijah steht mitten in der Sonne und ihm geht's gut. Hallo, da bist du ja wieder. Oh nein, jetzt ist er ernsthaft schlecht. Das ist jetzt nicht dein blöder Ernst, Elijah. Du sollst die Frau heiraten. Zafis Muchi Peachy? Fenjip? Nee. Sensidik. Arabef Shinoi.
Quabarani. Ruby. Henf. Quabarani. Fala Narble. Vin. Nisa Faba. Kimono Paz. Sensibi Kinnikil. Swarspa. Was machst denn du jetzt hier? A Ben. Shanika Fabizi. Sigluni Tiba. Hockey Ginger. Yabinabi. Bumba Maline. Phoebe. Spino. Wa? Ni Blargle. Das lässt sie uns nicht trinken. Nabi Ermisch. Toll. Toll. Shana Way. Freen. Finde ich jetzt kritisch. Oh, Farbs. Josie, Hallöchen. Finde ich jetzt einfach auch kritisch an der Stelle. Shanku. Dankeschön, Davida. Ich freue mich. Wir schenken ihr ein Vampirband. Sie freut sich so doll. Ihm geht's besser, ihm geht's besser. Heiratsantrag machen. Mensch, also, weil du ja gestern meintest, du möchtest gerne einen Antrag hier im Schönen. Also, ich hätte hier jetzt eine richtige, tolle... Angela hat Elijah ein Geschenk mit einer romantischen Nachricht überreicht. Du bist mein Herz, meine Seele, mein Schatz, mein Heute, mein Morgen, mein für immer, mein Alles. Ja, wow. Also, hier habe ich jetzt heute einen Ring für dich und ich würde mich wirklich freuen, wenn du diesen Antrag annimmst, denn, naja, wir sollen ja, also, wir sollen ja, also, die Heirat und es ist ja okay, wenn wir das tun, weil, also, wir haben ja da so ein, also, das war ja diese Nachricht, die wir bekommen haben und, also, wäre schon gut, wenn wir das jetzt dann durchziehen schnell, weil, also... Mersch? Oh, Elijah! Natürlich nehme ich deinen Antrag an. Oh, ich bin so verliebt. Danke, Elijah, für diesen romantischen Antrag. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh Mann, das ist ja wirklich, wirklich toll. Das ist ja wunderbar. Das ist einfach nur schön. Und naja, jetzt werden wir auf jeden Fall ganz schnell heiraten, würde ich sagen. Oder denn, naja, worauf sollen wir denn warten? Das ist ja wirklich, also wirklich, wirklich schön hier. Und ich habe gesehen, davor ist ein Standesamt. Wir haben einen Termin um 15 Uhr. Können wir mal drüber sprechen, wie pünktlich ich eigentlich war? Ich habe gesagt 14 Uhr. Wir haben 14.21 Uhr. Oh mein Gott. Ich habe vielleicht schon einen Termin für uns vereinbart. Das war dann ganz spontan, dass ich da oben vorbeigelaufen bin. Und naja, mir war ja klar, dass du mir einen Antrag machst, Erik. Und deswegen gehen wir zusammen hoch und heiraten, okay? Elijah. Ich heiße Elijah. Ja, natürlich, Elijah. Ich weiß es doch. Okay, dann lass uns gemeinsam hochgehen, Elijah. Ich freue mich drauf. Ich habe auch schon ein schönes Kleid rausgesucht und so weiter. Können wir jetzt hier heiraten mit? Du musst verlobt sein. Naja, wir sind noch mitten im Prozess. Okay. Wir sind noch im Prozess, Leute. Oh. Ist schon süß. Ist schon süß. Ist schon süß. Ist doch schon süß. Die beiden Turteltäubchen. Ja. Ich find's süß. Wir sind verlobt nun. Also können wir heiraten gehen. Kommen Sie together hier hin. So, mal gucken, ob's hier klappt. Nicht so wie im Farm-Let's Play. Komm jetzt. Sunny Walker, süß. Ich fühle förmlich die romantische Aura. Ja, also ist schon schön. So, Angela heiraten. Also hier ist dann das Standesamt, Angela? Ja, genau, hier ist das Standesamt. Okay, dann, gut, dann gehen wir halt rein, oder? Ja, genau, wir gehen da jetzt rein. Mhm. Hast du die Ehringe denn schon gekauft? Ich hoffe, du hast einen gekauft mit einem schönen Diamanten drauf, denn, naja, ich möchte ja nicht irgendeinen billig Second-Hand-Ring oder so irgendwas. Ich möchte schon einen vernünftigen Ring. Hast du einen besorgt? Ja, doch, ich habe da schon einen besorgt. Meine Mom hat mich da ein bisschen beraten. Ja, finde ich wichtig. Ne? Okay, dann lass uns jetzt reingehen. Tschüssi, Sims-Girl, viel Erfolg heute beim Arbeiten. Leute, das geht doch schon wieder nicht, ne? So. Nicht mal das Standesamt von diesem Spiel funktioniert.
Aber frage ich mich. Ich meine, es ist ein Standesamt. Es hat eine Funktion. Ja, jetzt mache ich auch sofort heiraten, aber es nervt trotzdem, ne? Wieso geht's nicht? Bleibst du bitte. Ah, Elisha! Ah, das kitzelt. Wie geht denn das jetzt? Entschuldigung. Und Honey Rose, Hallöchen. Nee, ich hatte das gleiche Problem, Ace, mit dem Farm-Let's Play. Es kann sein, Emmy, es kann echt sein. Entschuldigung? Ist sie jetzt auf Toilette oder ist sie jetzt heiraten gegangen? Ohne uns. Girl? Doch klar ist heiraten unterromantisch. Das wird eigentlich nicht... Und wieso? Hä, aber wait. Aber das kam jetzt durch das neue Pack, oder? War das nicht immer bei romantisch? Das war doch immer bei romantisch, genau wie den Antrag zu machen, oder nicht? Es wurde geändert durchs Pack. Ja, wollte ich nämlich sagen, weil, also es war immer unter romantisch. Okay, wir sind uns da aber scheinbar auch alle unsicher. Okay. Okay, also jeder sieht's anders, ist aber auch eigentlich egal. Wichtig ist, dass wir heiraten können. Er verbrennt jetzt. Gut. Elijah, kannst du bitte schnell heiraten, damit du nicht verbrennst? Elijah! Geht es bitte auch schneller? Nee, sie bringt kein Geld mit. Sie bringt kein Geld mit. Können wir schnell nach Hause gehen? Also nicht in Hochzeitskleid, ja. Also, es war alles anders als eine schöne Hochzeit. Also, es war alles anders als schön. Tödliche Hochzeit, ja. Also, es war alles andere als schön. Brauchen wir nicht drüber reden? War anders. War einfach anders. Es war anders. Es war knapp. Er hat schon richtig gefeuert. Heiße Kiste gerade. Mhm. Ja. Wäre auch ein anderer Verlauf für das Let's Play gewesen, ne? Wäre auch ein bisschen anderer Verlauf. Speichern. Mhm. Elijah, was riecht hier so verbrannt? Ach, das ist meine Haut. Stimmt, Lena! Ich hätte es auch anders machen können. Hättest du es nachts machen sollen? Ja, ist echt so. Wir wollten nicht so lange warten. Ja, sie muss jetzt ihren Job kündigen. Sie ist ja jetzt rich. Deswegen muss sie nicht mehr arbeiten, Lilly, habe ich mir gedacht. Weißt du? Genau, Erik. Ja, Erik. Erik, was riecht hier so verbrannt? Benbo, Hallöchen. Erik, was riecht hier so verbrannt? Das bin ich. Das ist meine Haut. Summer Sims, ey, Bruder.
Vielleicht lädt das Game den Feuertod. Ey, Andi, hör mir auf, du. Hör mir auf. Boah, da fällt mir ein, dass ich dir noch was schreiben muss. Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich habe da nämlich was rausgefunden. Boah! Die waren bei 50.000 Simoleons vorher. Vielleicht wäre ein Antrag bei Sonnenuntergang doch besser gewesen. Maybe. Aber wir haben doch extra den Cocktail getrunken, dachte ich. Ob ich dann einfach mal schnell für kleine Mädels gehe? Dann gehe ich jetzt mal schnell für kleine Mädels, okay? Nee, 20.000 waren von dem Umzug. Das hat sie mitgebracht. Die wollte ich aber wieder wegcheaten. Und Pia, hallöchen! Genau, Lexi. Wenn er jetzt beim Reisen verbrannt ist, einfach Spiel gecrashed. Das wäre anders jetzt, ey. Leute, ich gehe schnell pinkeln, ja? Dann flitze ich ganz schnell. Und Katja, hallöchen. Ich hoffe, dass Elijah dann halt schnell reinrennt, ne? Ich gehe ganz schnell am Ende. Elijah macht keinen Scheiß. Leute, der ist jetzt nicht gestorben. Und Tini Maus, hallöchen, schön, dass du reinschaust. Leute, der ist jetzt nicht gestorben. Zum Glück hast du während der Trauung gespeichert. Hab ich? Was machen wir? Ich habe nicht gespeichert. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert. Material Quo, herzlich willkommen und Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Aber vom Friedhof hast du gespeichert. Habe ich? Willkommen zurück, Christina. Und Hanna, Hanna, hallöchen. Oh, Aki, mach mir keine Angst. Eine Ewigkeit später.
Wie schnell findest du sowas immer? Und hat Nadel, herzlich willkommen, Lüchen. Schön, dass du reinschaust. Oh Mann, Leute, was ist da los? Was machen Sachen? Ende Mai, Glückchen, Hallöchen. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Es ist kriminell. Dramatische Pause nennt man das. Wieso ist die Musik jetzt eigentlich auch ausgegangen? Es ist ja noch wilder jetzt. Heiraten kann tödlich enden. Ja, ich merke das schon, ne? Besonders bei uns. Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal heim. Okay. Wir warten jetzt noch maximal 4 Minuten bis 10 nach. Maximal. Ja, und bei euch so, meine Lieben? Ja, das stimmt. Hattest du das schon mal? Ja, das hat schon mal sehr lang geladen. Aber eigentlich habe ich jetzt auch keinen Bock mehr zu warten, ne? Ich arbeite gerade noch nebenbei. Wie lange musst du, Chrissy? Oh mein Gott, ey. Oh, das ist ja cool, Christina, das ist ja bald. Nun, starten wir Sims halt mal kurz neu. Oh, lecker, Christina, lass es dir schmecken. Nudeln zum Mittag, lecker. Heiraten bei Risiken und Nebenwirkungen? Fragen Sie die Braut oder die Notaufnahme? Ich drück dir die Daumen, Diana. Nee, der ist nicht gestorben. Nee. Es gab ein paar Komplikationen bei der Hochzeit, aber es ist keiner gestorben bis hierher. So, das Spiel ladet neu. Lädt gerade neu. Ich denke auch, dass wir jetzt beim Friedhof spawnen, ja. Dann sollten wir vielleicht die Hochzeit dann in der Nacht durchführen. Weh, die lehnt dann ab, ey. Die wilde Hilde. Vielleicht hätten wir sie Hilde nennen sollen. Das werden wir nie herausfinden, werden wir wirklich nicht. Jetzt wissen wir ja, dass wir nicht extra zum Standesamt sind. Aber wir müssen ihr den Antrag am Strand machen, weil die ist so eine. Die lehnt den sonst wieder ab, Mini. Das können wir nicht riskieren. Es muss romantisch sein. Ja, direkt dort am Strand, ja. Ah, den habe ich gar nicht in dem Spielstand, Sascha. Und Mia, Hallöchen. Leute, nicht, dass der gespeichert hat, als wir gereist sind, ne?
wäre halt jetzt auch anders wild. Oh! Nee. Passt. Passt. Och nee, jetzt ist Haven wieder... Oh nee, jetzt sind die wieder... Oh nee. Mia, hallöchen. Ja, ich habe neu gestartet. Und Cruz, herzlich willkommen. Nee, Curse, herzlich willkommen. Und Dankeschön für dein Follow, schön, dass du da bist. Manu! Ich. Ja. Wir heiraten jetzt, Leute. Und dann bauen wir noch ein bisschen. Wir heiraten jetzt. Ja, ganz genau, Mini. Wir heiraten jetzt nämlich. Pinnwand voll, macht nix. So. Wir schaffen das. Seid ihr bereit für die traumhafteste Hochzeit der ganzen Welt? Seid ihr bereit? Oh. Ja, notfalls hätten wir das auch noch mal gemacht. Und Jonas, hallo! Trinken, Elijah. Jetzt beim zweiten Versuch kann sie von mir aus auch, Von mir aus kann sie im zweiten Versuch jetzt auch ihr Hochzeitskleid anziehen, ja? Ist recht für mich. Ist mir recht. So. Rein da. Bam, bam machen wir jetzt. So. Hallo Angela, toll, dass du nochmal hergekommen bist und hier jetzt die Zeit verbringst. Tschüss Vinja und tschüss Helena. Und es ist nämlich so, dass, naja, weißt du, wir sollten ja, also es wäre doch schon schön, wenn wir jetzt vielleicht heiraten und so, weil es ist ja irgendwie auch, sinnvoll, denn, naja, weißt du... Oh, Elijah! Ja, natürlich will ich dich heiraten, Mensch! Oh, wir kennen uns ja schon schließlich seit gestern und ich finde einfach, es hat direkt gefunkt. Es hat direkt gefunkt und ich bin super, super, super verliebt in dich und... Ach ja, ich will dich heiraten, Erik. Elijah. Ja, genau, Elijah. Du, Erik, das rutscht mir manchmal raus. Aber ich meine natürlich Elijah. Ja, ich möchte auf jeden Fall deine Frau werden. Ich habe ganz zufällig... Oh, du hast dir einen wunderschönen Ring besorgt. Mensch, der ist ja fantastisch. Oh, wow. Ach, so einen Ring habe ich mir schon immer gewünscht. Der war sicherlich teuer, oder? War er teuer? War er teuer? Ja, er war teuer.
Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Nein, Elijah, dann, ich habe da oben schon das Standesamt gebucht. Aber von mir aus können wir auch gleich hier heiraten, denn, weißt du, ich bin ja vorbereitet und ich habe direkt mein Kleid dabei. Ich habe mir mein Kleid mitgenommen. Ich hoffe, du hast auch etwas Besseres zum Anziehen, denn mit diesem Lumpen da... Oh, nee. Also, Elijah, hast du denn einen Anzug? Ja, ich habe bestimmt irgendwas Schönes zum Anziehen. Gut, weil, schau, ich habe mich extra zurechtgemacht. Das ist mein Kleid. Wie findest du es? Findest du es schön? Findest du mich bestimmt schön, oder? Du findest mich schön. Ich bin schließlich deine zukünftige Frau. Ja. Ist gut. Ja, also, okay, dann, wollen wir jetzt einfach heiraten? Ja, natürlich wollen wir heiraten. Mensch, ich warte schon die ganze Zeit darauf. So, ihr Lieben, wir haben 59.000 Simoleons, ja? Wir müssen beobachten, wie viel dann... Also 60.000, wir runden einfach auf. Wir haben 60.000 Simoleons. Wir achten jetzt mal drauf. Zufällig ein Kleider beim Rucksack, man kennt's. Die Musik dazu ist super, oder? Nee, komm, wir machen's richtig romantisch. Das ist gut. Zongso. Lava Yapa. Hakyoin Limla. Kibaya. To know that. Das ist doch romantisch. Hä, ist voll die romantische Musik. Jacqueline, Hallöchen. Ja, ich will dich heiraten und mit allem, was dazugehört, mit deinem ganzen Geld und mit deiner Liebe, aber auch hauptsächlich mit deinem Geld. Und das ist schon toll, denn jetzt gehört alles uns beiden. Dein Haus. Ich hoffe, du hast ein großes Haus. Ja, ist schon gut, mein Haus. Gut, weil, naja, ich brauche Platz. So, jetzt können wir die Haushalte zusammenpacken. Können sie jetzt mit rübernehmen. Jetzt kriegen wir halt ihre 20.000. Ich weiß nicht, ob wir das Geld einfach weglassen können. Oh, können wir. So. Gehen wir zusammen nach Hause. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Gia, Hallöchen. Gia und Yuna sind cool. Hallöchen, ihr Lieben. Oder du, Liebe. Die hätten vielleicht speichern sollen vorher, ne? Hat er sich das wirklich gut überlegt? Nee. Das war Sponti. Gott sei Dank. Erstmal speichern. Dann ist der wahrscheinlich wirklich gestorben, ne? Beim letzten... Nein! Sie hat einen irrationalen Hass gegen die Sonne. Macht es, Andi. Viel Erfolg dabei. Einen irrationalen Hass gegen die Sonne. Das passt ja mega gut. Ungewollter Heiratsantrag. Kriegt er jetzt auch erst nach 7 Tagen das Geld? Ich frage für einen Freund. Ja, sie hasst die Sonne. Elijah, also, es ist ja schon ganz nett hier, aber... Also... Ich bin der Meinung, wir sollten ein bisschen umdekorieren. Hier ist ja alles schwarz und eintönig. Ja, ich mag die Farbe eigentlich ganz gerne. Also ich finde es ganz schön, wenn das alles so ein bisschen dunkler ist. Nein, 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 nein. Also ich muss da auf jeden Fall ein bisschen dekorieren. Ich werde jetzt nicht übertreiben oder so, aber ein bisschen müssen wir schon machen. Also das müssen wir wirklich schon, fahren wir ins Möbelhaus.
So ähnlich, ja. Nee, da muss auf jeden Fall ein bisschen Farbe rein und ich kann mich da sehr gerne drum kümmern. Das ist gar kein Problem. Wieso kriegt er jetzt kein Geld, Leute? Auf zu Poco Domäne, die haben doch auch alles. Sie sind doch jetzt verheiratet. Vielleicht müssen sie noch das, vielleicht müssen sie noch die Hochzeit vollenden, indem sie Geschlechtsverkehr miteinander haben. So war es im 18. Jahrhundert zumindest. Müsste gleich eine SMS kommen, okay. Oh, guten Tag, eine Braut. Oh, guten Tag, wer sind Sie denn? Darf ich mich einmal vorstellen? Ja, ich bin, ich bin jetzt die Frau von Elijah. Ich bin, Angela. Oh, Angela, Hallöchen. Ja, mein Sohn hat mir schon von Ihnen erzählt. Ach, Sie können mich ruhig duzen. Das ist kein Problem für mich. Ja, und ich bin die neue Frau jetzt und ich habe jetzt hier eingeheiratet und... Ja, ich bin sehr glücklich, jetzt mit Ihrem Sohn verheiratet zu sein und ich werde, ihm sicherlich ganz viele Enkel schenken. Also Ihnen sehr viele Enkel schenken. Oh, okay. Ja, das wäre doch schön. Ich freue mich drauf. Gut, dann lass uns doch den Akt jetzt erstmal... Mom, gehst du bitte rüber in deine Wohnung? Wir werden jetzt den Eheakt vollziehen. Andi bestimmt anbesehen. Wir werden jetzt die Ehe vollziehen. Das macht man so. Denkt zurück ins 18. Jahrhundert, da war das so. Da war man erst verheiratet, wenn man dann auch natürlich wirklich auch Geschlechtsverkehr hatte. Na. So, hat noch keiner angerufen. Ja, das war doch ganz nett. Also, nun... Ja, das war doch jetzt ganz nett gewesen. Also, war ganz nett. Schön, dass wir das jetzt geklärt haben und jetzt Mann und Frau sind. Und jetzt warte ich noch auf das Geld. Also, ist es denn schon gekommen? Nee, ich warte immer noch auf das Geld. Ah, okay. Naja, sollte ja dann eigentlich jetzt demnächst kommen, hoffentlich. Damit sich das auch alles gelohnt hat, was wir hier getan haben. Wir brauchen jetzt die anderen Wimpern, damit die nicht clashen. Mit dem Ehering. So nervig immer. Das war doch ganz nett, wie böse. Ja, naja. Ja, Diana, das stimmt. Das hatte da auch nicht so ganz geklappt. Oder es war so wenig, dass ich es nicht mitbekommen habe. Jetzt, wo du es sagst, du hast recht. Beim Farmen-SP hatte ich damals nämlich kein Geld bekommen. True. Da war was. So. Dieses Girl kriegt jetzt noch ihre Wimpern überall. Gut. Ganz nett. Ja, und hallo Tom. Ja, oder wir sagen dann halt, es gab kein Geld und sie wird deswegen stinke sauer sein. Das können wir natürlich auch machen, wenn es jetzt wirklich nicht kommt. Und Speak, Hallöchen. Na, wenn es jetzt wirklich nicht kommt. Also noch ist es Moodlet auf jeden Fall da. Leute, kann es sein, dass er seinen Trink gar nicht getrunken hat? Ich recherchiere jetzt mal, wie das funktioniert, ob man da nicht bald Geld bekommt. Aber Elijah, ich würde jetzt wirklich gerne das Geld haben, denn ich möchte dein Haus umdekorieren. Hier sieht's ja aus, ey. Nee, also das ist ja irgendwie auch ein bisschen hässlich alles. Hm.
Ich will ja gerne das Haus umbauen, aber eigentlich will ich das Haus auch erst umbauen, wenn wir das Geld haben, ne? Sie kündigt jetzt auch erstmal ihren Job. Ach, sie hat immer frei, oder was? Job kündigen. Ja, hallo Chef, ich bin's. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich kündige diesen schlecht bezahlten, ekelhaften Job. Ich möchte hier nicht mehr arbeiten als Kassiererin, also mir reicht das jetzt. Ich bin jetzt reich. Ich habe mich reich verheiratet mit einem tollen Mann. Ja, Erik ist wirklich ein ganz besonderer Mann und deswegen werde ich jetzt kündigen, weil ich brauche diesen Job nicht mehr. Also dann, tschüss. Gut. Ja, Saskia, Hallöchen, herzlich willkommen. Ja, er hat halt das Mutleid und weiß, dass es eine Geldheirat ist, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, er hat es ja aktiv gesagt, dass er das macht, ne? Wer ist Erik? Er heißt eigentlich Elijah. Er heißt Elijah, sie sagt nur immer seinen Namen falsch. Ja, es ist jetzt halt echt blöd irgendwie, ne? Deswegen muss er nochmal heiraten. Aha. Ehegattin. Wie findet sie ihn denn? Oh nein. Okay. Ich dachte schon wieder, die haben schon wieder irgendwelche Kinder. Vielleicht ist Erik ihre Affäre. Oh, good point. Nee, sie ist nicht schwanger. Beste Kündigung ever. Machen wir morgen alle so, oder? Ja, Scheibenkleister, Leute. Oh mein Gott, Mini. Also ist ja jetzt echt blöd, ne? Ja, kann schon sein, dass es am nächsten Tag kommt. Jetzt steht da nur noch 6 Tage. Ja, als hätte es halt nicht geklappt, ne? Okay, wer von euch hatte das schon mal mit dieser Geldheirat? Okay, und kam es bei euch sofort nach dem Ja-Wort, die SMS, dass ihr das Geld bekommt und das Geld kam? Oder hat es ein paar Stunden gedauert oder einen Tag? Kam direkt. Hab das schon mal gemacht, aber hab das Geld direkt bekommen. Das kam direkt bei mir ein paar Stunden später sofort. Kam sofort. Kam direkt. Ich glaube nämlich, dass es verbuggt ist dann. Nee, ich glaube nicht, Maxi. Kam innerhalb von 3 Sims-Stunden, hatte das bis dato nur einmal. Okay, dann machen wir es so. Wir warten jetzt die Nacht ab. Und wenn am nächsten Tag immer noch kein Geld da ist, dann cheate ich uns einfach 20.000 hin, okay? Ja, wie findest du es denn jetzt hier? Fühlst du dich wohl? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Brauchst du irgendwas? Vielleicht, ich weiß nicht, irgendwas? Okay, Harry hat uns so
zur Hochzeit gratuliert. Naja, es ist ziemlich kalt hier drin, finde ich. Wir sollten eine Heizung kaufen. Findest du nicht? Ich stehe jetzt hier schon am Kamin. Aber ich meine, du hast ja auch nichts an. Vielleicht ziehst du dir mal was an. Nein? Ich möchte so rumlaufen, wie ich möchte. Ich möchte meinen Körper ja auch zeigen. Ich meine, ich habe so hart dafür gearbeitet. Ich möchte meinen Körper schon zeigen. Das ist mir schon wichtig auch. Aber du könntest eine Heizung kaufen. Ja, das stimmt. Das könnte ich wirklich tun. Sollte ich vielleicht mal machen. Lass uns romantisch tanzen. Jetzt. Gut. Saskia, danke schön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Entschuldigung, ich habe vergessen, YouTube-Aufnahme weiterlaufen zu lassen, aber es ist nichts passiert, außer dass hier. So sieht's aus. Ja, viel mehr ist gerade nicht passiert. Tut mir leid, hab schon wieder vergessen. I'm so sorry, ihr Lieben. Genau, Mini, weil sie auch keine Sonne mag. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, so als. Na? Ich wollte nochmal auf mein... Nein, hast du schon Hallo geschrieben? Oh, sorry, Alisa. I'm so, so sorry. Hallo, Girl. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ich war gerade so im Baufieber. Dankeschön. Aber ein zweites Hallo tut es meistens einfach auch. Meistens sehe ich es dann. Und Elli, Hallöchen. Naja, auf jeden Fall ein Schminktisch, ne? Und krasse Schränke brauchen wir. Und Hildes Gilde, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Oh, Selina, gute Besserung. Oh, Kopfschmerzen sind kacki. Tut mir leid zu hören, dass du Kopfschmerzen hast. Gute, gute Besserung dir. Ja, und schon haben wir wieder zu viel Auswahl, ne? Ey, wieso regnet denn das jetzt? Ich wollte die Wäsche draußen aufhängen. Das für ein Kack. Aber es regnet doch nicht so richtig. Ach, unser Nicht-Backstreet Boys. Backstreet Boys Lied läuft wieder. Ja, Hallöchen, Dinolein, habe ich willkommen zurückgesagt jetzt? Ja, ne? Schon, oder? Wow. Das hier ist gut. Lauter Bilder von sich. Mhm. Stimmt, das wäre echt cool. Da können wir dann nochmal gucken, ob wir schöne Bilder von ihr machen können. Oh ja, dann ruh dich gut aus, Dinolein. Manchmal muss man sich dann aber auch ausruhen.
Machen wir da irgend so einen coolen Sessel hin, ja? Ja, das war bestimmt einfach zu viel dann, Dinolein. Mach das, Ace. Mach das. Okay, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Nap. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Arbeiten, dass du dann noch gut vorankommst. Hm. Nee. Ey, hallo, kleiner, bitte. Hm. Das ist das Haus von Elijah. Und Helly Halvichen und seiner neuen Frau. Die wir ganz sponti geheiratet haben. Ich kann ja sagen, dass sie eine Vorliebe für Pflanzen hat. Kommt runter in die Küche. Armer Elijah, was? Ja, die spontane Hochzeit war tatsächlich auch ganz lustig, gebe ich zu. Die war tödlich und lustig. Aber es ist ja nichts passiert, denn wir haben ja einfach die Seite neu geladen. War also kein Problem. Nichts passiert. Nichts passiert. Viele Kissen. Und MH, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust und danke für dein Follow. Tödlich, aber lustig, ne? Man kennt's. Oh, die gibt's ja in jeder Farbe. Das ist ja cool. Koffer stellen wir auch schon mal bereit. Das sind die wichtigen Handtaschen, die man ständig braucht. Aber hey, bei Twilight hätte dich Edward auch fast vor der Hochzeit umgebracht. Ja, true, ne? True eigentlich. Also eigentlich passt's ja wieder. Also eigentlich passt's dann auch wieder. Eigentlich ist alles gut gelaufen, wenn man es jetzt so sieht. Eigentlich alles im Lot. Samsung Girl, schau dir am besten den ersten Teil von dem Video dann später nochmal an, weil wir haben dann ganz großartige Geschichte zusammen. Also ich habe eine ganz tolle Geschichte erzählt, wie wir das machen können mit ihr und den Nachkommen und. Da schau dir am besten nochmal den Anfang an, weil es wird tatsächlich anders. Es wird ganz anders hier in dieser Familie laufen, als man jetzt vielleicht denkt. Es wird wild. Es wird ganz wild. Also das hier kam jetzt noch spontan dazu, dass wir sie hier geheiratet haben, aber die Geschichte für Elijah steht schon fest und die wird sehr, sehr spannend. Es wird wild und heiß, passt es? Ja. Doch, doch, passt ganz gut. Was auch immer das sein soll, aber ist auch egal. Ein paar Bilder noch. Willkommen zurück, Socki.
So, Kifin, willkommen zurück. Ja, krass, oder? Es ist plötzlich eine Frau eingezogen. So sieht's aus. Ram, ey. Mega. Mega, mega. Und Lisa, danke auch dir für deinen Follow. Herzlich willkommen. Genau. Und jetzt werden wir das Haus noch schnell fertig einrichten. Genau. Das ist gerade der Plan. Und dann später raiden wir zum Enfilet. Der spielt... Ja! Der spielt heute nämlich. Es ist der vorletzte Stream vor seinem Urlaub. Und den werden wir natürlich, hey, nicht verpassen. Ich hab so viel davon. Wir bauen Custom Content. Und Envy? Ich hab so viel davon. Spielst du jetzt das neue Game? Wie heißt es? Entschuldigung? The Cycle Frontier. Ja. Ja, das war das. Das spielt er heute. Das ist ein neues Survival-Game. Das kam heute raus. Und er spielt es heute. Und es wird sehr, sehr spannend. Ich muss mir das unbedingt anschauen, weil das kann sehr gut sein, dass ich das dann, wenn der Envy wieder aus seinem Urlaub zurück ist, mit ihm mal zusammenspiele. Deswegen müsst ihr euch das angucken und verifizieren, ob das ein Spiel ist, das mir auch gefallen könnte. Ne? Ja, und dann raiden wir da gleich hin. Da freue ich mich schon drauf. Bin sehr gespannt auf das Spiel. Nee, das sieht irgendwie doof aus. Lassen wir weg, ne? Alles blöd. Ach nee, ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel nochmal heißt. Wie heißt das Spiel nochmal? Werdet ihr gleich sehen beim Envy. Ich habe keine Ahnung, hab's direkt wieder vergessen. Machst du dann auch Urlaub? Nee, ich bleib da. Wir haben lange hin und her überlegt, wie ich es mache, aber ich schaffe das aktuell einfach nicht. Ich könnte jetzt nicht entspannt in Urlaub gehen, weil ich noch so viel zu tun habe. Und der Envy kann dann dort vor Ort arbeiten, also der wird dort auch viel arbeiten, aber ich schaffe das einfach nicht. Ich kann ja nicht von dort aus streamen, das würde nicht funktionieren. Und ja, deswegen werde ich keinen Urlaub mitmachen, aber wir haben ja dann auch schon bald wieder Flitterwochen, also im September bin ich ja dann auch im Urlaub. SOS Emergency. Oh, Alisa. Dankeschön für deinen verschenkten Sub an Sokifin. Vielen, vielen Dank dir. The Circle? Was? Nee, das, was Envy schreibt. So heißt das Spiel. Manny. Das, was Andi geschrieben hat. Hey, was macht ihr denn? Thank you. Genau, wie gesagt, ich schaff's dann nicht, Urlaub zu machen, aber das ist auch nicht schlimm. Weil wir dann sowieso bald in die Flitterwochen gehen und dann habe ich ja genug Urlaub. Am 10. September heiraten wir und danach geht's eigentlich auch direkt weiter. Oh, das sieht doch hübsch aus. Vielleicht die Wandfarbe noch in einer anderen Farbe. Da ist er auch schon. Was für ein Timing, ey. Ja, wie viele haben wir gerade? Oh, 15.800. Eieieiei. Crazy. Crazy. Echt jetzt? Oh, Sandy, ich bin so gespannt. Ihr müsst halt, wie gesagt, nur nochmal, also ich sag's nochmal, ihr müsst schnell sein. Wenn ihr morgen, wenn ihr ein Sim für morgen hochgeladen habt und dabei sein wollt, müsst ihr wirklich schnell sein, weil wir haben nur eine gewisse Zeit lang, also eine Stunde maximal die Tickets zur Verfügung. Und die, die zuerst kommen, malen halt zuerst. Das heißt, wenn ihr halt irgendwie, wenn schon 20 Leute direkt in den ersten 3 Minuten zum Beispiel sich ein Ticket holen, dann ist voll. Also dann ist voll. Ja, ich wollte es nur nochmal sagen. Nee, eben, Lilly, ist gar nicht mehr lang. Ist gar nicht mehr lang. Semesterfan, oh, nice. Dagi, sehr schön. Und Melly, Melly the Kid, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Und Juli, danke auch dir für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Wird richtig cool morgen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich voll. Und Jana, hallöchen. Ja, ist auch okay. Schön, dass du reinschaust. Okay, dann machen wir das so. Dann haben wir wenigstens ein Zimmer schon mal umdekoriert.
Der Sarg muss dann halt in den Keller, ne? Ja, mach das, Artpie, mach das gerne. Oh, krass, wie das aussieht hier. Voll die Risse im Wasser. Oder wir machen den Sargraum einfach hinter so einer versteckten Türe, wisst ihr? In seinem Arbeitszimmer vielleicht. Huch! Hey! Ab 16 Uhr, Nicole. Aber wie gesagt, wenn halt nach 2 Minuten die Tickets alle vergeben sind, dann ist es vorbei. Also muss man da schnell sein. Wir machen genau a secret room da rein, Leute. Oh. Hinter so einem Bücherregal oder so. Hier noch so ein Pipi-Klo rein. Und hier so ein Bücherregaltür. Jojo, Hallöchen. Ach so, aber die haben wir nicht gelernt, gell? Ach so, passt schon. Okay. Ja, haben wir eine kleine Kammer. Hier einfach so ein Büro noch rein. Weil die Leiche braucht ja Platz für seine Videos, ne? Hm? Man sieht halt jetzt direkt, dass hier jemand anders wohnt, ey. Lustig, lustig, lustig. So, meine Lieben, okay. Das heißt aber, dass wir den nächsten Stream damit verbringen werden, dass wir das Haus noch weiter ausbauen. Wir machen es noch größer, beziehungsweise auch noch schöner von der Einrichtung her. Unsere Story steht fest. Für alle, die jetzt nachträglich erst dazugekommen sind und die Story, die wir uns überlegt haben, nicht mitbekommen haben, schaut euch den Anfang vom Stream nochmal an. Der Stream kommt wahrscheinlich morgen, allerspätestens übermorgen auf YouTube auch online. Da könnt ihr es euch auch sehr gerne anschauen, mir direkt eure Ideen in die Kommentare schreiben. Das ist halt der Vorteil an YouTube, dass ich da noch direkt eure Kommentare sehen kann und berücksichtigen kann. Es war ein sehr schöner Stream. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen wild. Es ist schade, dass Elijah fast gestorben wäre, aber wir haben es ja zum Glück noch hingekriegt. Und wir raiden jetzt den lieben Enfilade. Der spielt jetzt, wie gesagt, ein ganz neues Survival-Game, das jetzt heute erst rausgekommen ist. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Und danach kommt der Modern Warfare 2 Reveal, der Reveal-Stream, wollte ich sagen. Sehr spannend, denn es kommt ein neues Modern Warfare 2 raus. Und da bin ich auch schon sehr gehypt drauf. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es sein wird. Kommt alle mit zum Envy rüber. Ich danke euch für den schönen Stream heute. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Morgen ab 16 Uhr gibt es die Tickets. Es kann sehr, sehr gut sein, dass der Envy keine Aftershow-Party macht, sondern eine Vorshow-Party, weil uns ist aufgefallen, dass der Envy genau dann streamt, wenn ich auch streame. Und das wäre voll schade, weil ich morgen gerne bei der letzten Party vor seinem Urlaub dabei wäre. Deswegen haben wir vorhin nochmal gesprochen. Es kann sehr gut sein, dass der Envy vor 16 Uhr einen Party-Stream macht. Nicht so eine Aftershow-Party, sondern eine Vorshow-Party. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber das wäre sehr, sehr geil. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir morgen sogar schon ab 13, 14 Uhr richtig Party bei Envy. Das wäre natürlich mega. Da sage ich euch aber natürlich noch Bescheid und werde dann auch Werbung dafür machen. Jetzt ganz viel Spaß beim Envy. Genießt den Stream und wir sehen uns morgen um 16 Uhr. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssli, meine Lieben. Bye, bye. Bye, 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 bye,